Schönen guten Abend. An diesem neuen Ort für Veranstaltungen im Vitra Design Museum möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser ersten Podiumsdiskussion im Rahmen des neuen Schaudepots, was wir vor 4 Wochen eröffnet haben. Mein Name ist Matteo Kries, ich bin einer der beiden Direktoren dieses Hauses. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend 2 Gäste haben, mit denen wir sicherlich sehr angeregt und kompetent und hoffentlich auch kontrovers über das Sammeln von Design sprechen werden, über die Zukunft von Sammlungen in Designmuseen, über die Vermittlung von Sammlungen, über digitale Medien, welche Möglichkeiten die Digitalisierung für die Vermittlung von Museumssammlungen bietet, vielleicht auch über den Brexit und über andere Themen. Wir haben gehört, dass Martin Roth sehr bewegt von dieser neuen Entwicklung ist, aber darüber werden wir sicherlich gleich noch am Rande reden. Erstmal möchte ich unsere beiden Gäste begrüßen. Das ist zu meiner Rechten Martin Roth, Direktor des Victoria and Albert Museum in London. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Das Victoria and Albert Museum ist das älteste und auch größte Museum für Design, was es gibt. Martin Roth ist seit 2011 Direktor dieses Hauses, war vorher der Generaldirektor der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, war Präsident des Deutschen Museumsbundes, ist einer der profiliertesten deutschen Museumsmacher. In der letzten Woche wurde kommuniziert, dass er auch Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen wird, mit der Betonung auf auch, worüber wir vorher gesprochen haben. Also er gibt die Rolle des Direktors im V&A nicht auf. Und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Es ist ein sehr geschätzter Kollege, mit dem wir immer wieder im Austausch sind. Vielen Dank. Zu meiner Linken Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des Museums für angewandte Kunst in Wien. Auch ihn möchte ich ganz herzlich begrüßen. Christoph Thun-Hohenstein studierte Jura, Politik, Kunstgeschichte, war im diplomatischen Dienst in Österreich, leitete das Kulturforum das österreichische in New York und ist ebenfalls seit 2011 Direktor des Museums für angewandte Kunst. Ebenfalls ein Museum, mit dem wir in sehr engen Austausch sind, mit dem wir im Moment auch eine Ausstellung zusammen produzieren über das Thema Robotik. Das heißt, das ist auch schon ein Thema, was sicherlich in der Diskussion auch gleich aufkommen wird. Designmuseen, es gibt nicht so viele davon, arbeiten eigentlich sehr eng miteinander zusammen. Gerade über Fragen der Sammlungen, der Ausstellungen ist man immer wieder im Gespräch miteinander. Man unterstützt sich. Ich freue mich auch sehr, dass ich sehe hier im Publikum auch einen Kollegen eines anderen Museums, Museum für Gestaltung in Zürich, das hier um die Ecke ist. Das heißt, die Welt der Designmuseen ist wirklich klein und das führt dazu, dass es sehr engen Austausch und intensive Kooperationen gibt. Und deshalb war es uns auch so wichtig, eigentlich den Auftakt dieser Diskussionsreihe hier im Schaudepot genau mit so einer Veranstaltung zu machen, bei der wir mit 2 sehr geschätzten Kollegen anderer Designmuseen über Fragen des Sammelns und der Sammlungen sprechen. Das Schaudepot, Sie haben davon sicherlich in den Medien gelesen, weil es gerade eröffnet wurde, soll eben nicht nur ein Ort sein, an dem wir die Sammlung ausstellen und an dem wir die Ikonen unserer Sammlung in dieser großen weißen Halle zelebrieren, sondern das Schaudepot soll auch Blicke hinter die Kulissen ermöglichen. Blicke hinter die Objekte. Wir wollen informieren, welche Geschichten die Objekte erzählen, in welchen Kontexten sie entstanden sind. Wir wollen Einblicke in unsere Arbeit als Museum geben. Deshalb können Sie sogar hier aus dem Café in unsere Büros schauen. Sie können in unsere Bibliothek hineinsehen. Sie sehen durch bis zur Restaurationswerkstatt. Also das Schaudepot ist eigentlich in sich konzipiert als so eine Art gläsernes, transparentes Designmuseum. Und deshalb sind uns auch diese Diskussionen, wie wir sie heute anfangen, so wichtig, weil wir auch dieses Element der Diskussion und des Austausches auch mit Ihnen als einen weiteren zentralen Baustein hier im Schaudepot sehen. Und bevor wir in die Diskussion oder ins Gespräch einsteigen, möchte ich Sie deshalb auch ermuntern, ruhig auch zwischendurch mal die Hand zu heben, wenn Ihnen etwas nicht klar ist, uns zu unterbrechen, wenn wir monologisieren, Fragen zu stellen. Das ist auch unseren beiden Gästen wichtig gewesen. Also auch nachdem die beiden Präsentationen, die Anfangspräsentationen gemacht wurden, fragen Sie gerne. Es gibt ein Mikrofon irgendwo, was herumgereicht werden kann. Aber ich glaube, der Raum ist auch so
akustisch gemacht, dass Sie selbst ohne Mikrofon einfach kurz reinfragen können. Also dazu möchte ich Sie herzlich ermuntern. Bevor wir ins Gespräch gehen, haben wir besprochen, dass wir zwei kurze Anfangsstatements unserer beiden Gäste machen. Den Anfang macht Martin Roth mit einigen Worten zum Victoria and Albert Museum. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich das Teil dazu. Oder? Genau, damit kannst du durchklicken. Herzlichen Dank, Matteo. Vielen Dank für die Einführung. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin dankbar, dass ich dem Brexit-gebeutelten London für ein paar Stunden entfliehen darf. Meine ich wirklich so. Wenn Sie nachher Fragen haben dazu, ich gebe gerne Antwort. Ich rede über praktisch nichts anderes mehr in den letzten 4 Tagen. Schreibe nichts anderes mehr, träume nichts anderes mehr, wenn ich überhaupt schlafe. Es ist in der Tat eine ziemlich heftige Situation. Ich konnte mir nicht mal vorstellen, dass es sowas gibt. Aber wie gesagt, ich gebe gerne nachher Auskunft dazu. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich hier sein darf, mit meinem geschätzten Kollegen Christoph zusammen. Das Museum hier wirklich, wenn ich das so salopp sagen darf, ein nettes Trio, weil wir auch sonst uns gut verstehen und gut zusammenarbeiten. Deshalb ist es auch wirklich äußerst schön, mit Ihnen, mit den beiden gemeinsam mit Ihnen reden zu dürfen. Ich finde es toll, dass Sie alle gekommen sind. Wir haben vorher noch gesagt, wenn wir mehr als 5 Leute sind, kommen wir rein. Sonst bleiben wir draußen und trinken ein Bier. Schön, dass Sie den sonnigen Sommerabend mit uns verbringen. Was ich jetzt mache mit Ihnen, ist so ein bisschen ein Versuch. Es ist laut genug, ich kann es nicht einschätzen, ob Sie mich hinhören. Was ich jetzt mache, ist so ein bisschen ein Versuch. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder und dann würde ich gerne eine Zeichnung machen. Bei dieser Zeichnung lachen immer alle. Mal sehen, ob Sie dann auch, also von meinem Team lachen immer alle. Ich glaube, ich habe es noch nie außerhalb des Teams gezeigt. Aber ich erkläre Ihnen gleich, um was es geht. Ist es richtig, was ich hier mache? Ja. Also, das ist das V&A. Wissen Sie, was das ist? Nein? Oder ja? Nein? Ja, genau. Super. Crystal Palace. Ich zeige das praktisch immer, egal worüber ich rede, es ist immer mein erstes Slide, weil ich das so beeindruckend finde. Wenn man heute erklären möchte, was Risk-Taking bedeutet, dann finde ich, ist das das beste Slide dafür. Prinz Albert, der quasi die Weltausstellungen erfunden hat, ist übrigens mal angenehm, auf Deutsch reden zu dürfen, und dann muss ich nicht mal meinen Akzent verstecken. Und Sie verstehen mich wahrscheinlich trotzdem. Obwohl du mich vorher gewarnt hast, wegen Württembergisch und Badisch. Der Gedanke war von Prinz Albert, die Welt, die damalige Welt, nicht nur die koloniale, nach London zu holen, in Hyde Park, hat alles versucht, konventionelle Gebäude zu verhindern und wirklich ein neues Design einzuführen, hat alle Backsteingebäude, das soll jetzt keine Anspielung auf dein neues Haus sein, alle Backsteingebäude abgelehnt und hat dann Paxton, den Gewächshausarchitekten und Landschaftsarchitekten, beauftragt, etwas zu entwerfen. Und das ist sozusagen die erste schnelle Zeichnung von Paxton. Was ich deshalb so faszinierend finde, weil es sieht so aus, wie man gerade mit jemandem telefoniert hat, daneben noch schnell eine Zeichnung macht, aber es war, wie wir wissen, lange vor dem Telefon. Ein Gebäude aus Glas und Eisen, bei dem man nicht mal gewusst hat, ob die Statik hält, und deshalb wurde tagelang das Militär durchgeschickt, durchgejagt, und es hielt noch sehr lange. Und aus diesem ist etwas entstanden, ich weiß jetzt nicht, ob ich das da drin habe, als die ja was entstanden, was dann bis heute auf unglaubliche Art und Weise existiert, nämlich Albertopolis genannt, South Kensington, damals noch Brompton genannt. Brompton klingt nicht besonders sexy, dann haben wir es in South Kensington umgetauft. Und das sind die Museen, Natural History Museum, Science Museum, Imperial College, Royal College of Art, es gab ein Indian Museum damals, Royal Albert Hall und vieles andere mehr. Sozusagen ein riesengroßer Think Tank, ein riesengroßer Campus, der wunderbar zusammen funktioniert, so gut funktioniert, dass Sie wahrscheinlich nicht mal wussten, dass das aus einem Guss entstanden ist. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass aus dieser Ursprungsidee so viel entwickelt worden ist. Ich habe kürzlich bei einem Gespräch in Paris zu meinen Kollegen dort gesagt, dass der Eiffelturm eigentlich auch ganz schön ist, aber er steht halt so rum. Das fanden die alle irgendwie gar nicht komisch. Also das ist sozusagen das Erbe, die Legacy der Weltausstellung von 1851. Die Sammlung riesig, große Bandbreite. Es gab sozusagen wie eine Doppelhelix. Es wurde das gesammelt, was man gebraucht hat, um mit Practitionern zusammenzuarbeiten, mit Handwerkern, mit der Industrie, mit Designern. Und auf der anderen Seite wurde dann eine wunderschöne historische Sammlung, kunsthistorische Sammlung aufgelegt. Unter anderem die schönste Sammlung an Renaissance-Objekten außerhalb Italiens.
rund 3 Millionen Objekte. Wir arbeiten sehr in unserem Forschungsbereich sehr objektorientiert, haben jetzt mit großer Unterstützung, für die ich sehr dankbar bin, der Mellon Foundation ein neues nämlich VARI, V&A Research Institute, gegründet, gerade ein paar Wochen her. Dazu später noch mehr. Wir versuchen ungewöhnliche Dinge, wie unter anderem, das wird gleich in meiner Zeichnung auch eine Rolle spielen, wie unter anderem auf das zu reagieren, was außerhalb des Museums passiert. Die linke Geschichte ging ziemlich durch die Presse, weil wir damals, das ist schon ein paar Jahre her, ein Gewehr gesammelt haben in Texas, eine Pistole, die man aus einem 3D-Printer ausdrucken konnte oder kann. Wir sind damals sofort zu dem Erfinder gereist, haben mit ihm geredet, haben alles dokumentiert. Das ging damals extrem durch die Presse. Was ich noch interessanter fand, war, vielleicht erinnern Sie sich, dass in der Snowden-Debatte oder einem Snowden-Skandal damals die Zeitung, der Guardian gezwungen wurde, einen Harddrive zu zerstören, auf dem Material war zu der Snowden-Affäre. Was ziemlich, also wie Taliban war im Prinzip. Wir zeichnen das auf, oder? Deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Auf jeden Fall sind britische Sicherheitskräfte beim Guardian eingedrungen und haben die Leute dazu gezwungen, den Harddrive zu zerstören. Was ziemlich absurd ist, weil das ja x-mal vorher kopiert worden war. Und diesen zerstörten Harddrive haben wir im V&A ausgestellt. Sie glauben nicht, für mehrere, nicht Wochen, aber für eine lange Zeit sind Menschen wirklich durch das V&A gestanden, nur um diesen zerstörten Harddrive anzuschauen. Also wenn man schon sieht, dass das originale Objekt einfach von riesengroßer Bedeutung ist. Also was wir hier machen, ist, wir reagieren auf das, was draußen passiert. Das haben wir gerade da. Wir haben zurzeit eine Engineering Season. Wir versuchen mehr zu machen in dem übergreifenden Bereich zwischen Design und Creative Engineering. Was mich persönlich schon immer gestört hat, wir gehen auf irgendein Gebäude zu und wissen sofort, wer der Architekt ist, wie hier. Aber wissen Sie, wer der Ingenieur ist, der das Ganze berechnet hat? Nee, Sie wissen es nicht. Ich auch nicht. Und deshalb die Ingenieure etwas aus dem Dunkeln herauszuholen, weil sie oft diejenigen waren, die eigentlich die Schönheit in einer Konstruktion produziert haben. Ich saß mal mit Ole Schirn im Restaurant gegenüber von seinem Gebäude, dem CCTV Tower, also eigentlich Rem Koolhaas, CCTV Tower in Peking, und fragte ihn und sagte, weshalb hast du diese ungewöhnliche, wirklich schöne Außenstruktur gewählt? Da sagt er, welche Außenstruktur meinst du denn? Das war Arab, also das Ingenieursbüro. Und so, also wenn Sie nach St. Martins kommen, St. Pancras, der Bahnhof in London, dann ist er eigentlich eher von Ingenieuren als von Architekten gestaltet. Das hier ist derzeit in unserem Garten in London. Wenn Sie zu uns kommen, bitte übersehen Sie es nicht. Das ist von einem Stuttgarter gemacht, Achim Menges, der Professor in Stuttgart ist, sein Büro in Frankfurt hat. Das ist ein Roboter, noch ein deutscher Roboter, bald ein chinesischer, der nach dem Prinzip eines Käfers ein Spannwerk aufbaut, sozusagen selbst aufbaut und seine eigene Umgebung produziert. Das ist Zukunft, nämlich der neue Eingangsbereich des V&As. Das werden Sie nächstes Jahr sehen können, eine neue Halle, die wir bauen innerhalb unseres Compounds an der Exhibition Road, sind wir wieder bei Prinz Albert, weil ich der Meinung bin, dass wir großen öffentlichen Raum schaffen müssen in einer Stadt wie London, in der selbst die Luft zu atmen schon Geld kostet mittlerweile, nicht ganz, aber beinahe. Das heißt, um Menschen überhaupt noch sowas wie eine Lebensqualität zu vermitteln, und das ist auch unsere Aufgabe, braucht es sowas wie gemeinsame Räume und Räumlichkeiten. Auch das produzieren wir gemeinsam mit anderen, nämlich lebenswerte Verhältnisse. Das ist auch der Grund, weshalb bei uns der Eintritt nichts kostet. Das ist unser neues Gebäude in East London, das auf der rechten Seite, links daneben Sadler's Wells, links daneben UAL, University of Arts London, mit 5000 Modestudenten. Das wird hoffentlich 2022 fertig sein. Dort zeigen wir, also die simpelste Art zu erklären, was wir dort machen, ist, wenn Sie jetzt vorstellen, dass das V&A ein glossy Magazine ist, also so ein Modemagazin,
Das ist echt ein blödes Beispiel, aber ich weiß nicht, wie es sonst sagen soll. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn das V&A das Glossy Magazine ist, dann ist die neue Institution in East London Huffington Post. Also das, was wir dort machen, ist sofort die Instant Reaction auf das, was draußen passiert. Wenn wir im V&A eine Ausstellung kuratieren für mehrere Jahre, dann wird dort sofort das gezeigt, was draußen passiert. Und was ich mir wünsche, aber da würde ich gerne nachher drüber reden, ist das, dass wir einen neuen Typ von Archiv, von Depot erfinden. Aber eigentlich würde ich da lieber nachher drüber reden. Lass uns das doch machen. So, und jetzt würde ich eigentlich hier noch gerne eine Zeichnung machen, aber das dauert dann zu lange. Soll ich das nachher mal mittendrin machen? Was ist Ihnen lieber? Soll ich lieber jetzt Christoph übernehmen und dann Nein, mache ich nachher mach das, weiter? Mach das jetzt. Soll ich weitermachen? Wie lange dauert die Zeichnung denn? 5 Minuten. Ist okay? Ist gut, ja, klar. Okay. Gibt es schon irgendwelche Fragen zwischendurch? Rede ich zu schnell? Okay, was ich jetzt versuche, können Sie mir nachher echt dafür auslachen, zumal ich kein besonders guter Zeichner bin. Aber ich würde Ihnen gerne vermitteln, was ein Museum wie das V&A ist. Weil normalerweise hat man sozusagen die Engsicht aufs Museum. Gerade mit Christoph darüber geredet, dass das Mag eine Außen-, eine Dépendance in Los Angeles hat, was eigentlich kein Mensch weiß. Und trotzdem ist es ein wichtiger Stützpunkt von euch und wichtig wahrscheinlich für das Mutterhaus in Wien. So, ich versuche das mal. Das ist das V&A. Also wenn Sie es nicht gleich verstehen, dürfen Sie mir nachher danach fragen. Das ist das V&A, 1851 Folge gebaut, mit einem Konzept, durchrenoviert seit 15 Jahren, 2/3, den Rest müssen wir noch fertig machen, kostet ungefähr 140 Millionen Gelder, die wir auftreiben müssen. Das heißt, es ist wie eine Operation am offenen Herzen, wir arbeiten von vorne nach hinten durch. Wenn es zu lang wird, stoppen Sie mich. So. Das ist das V&A, das ist ein konstanter Renovierungs- und Wiedererfindungsprozess. Also nicht nur das Gebäude, sondern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, auch die Kuratoren und so weiter und so fort. Da hat mein Vorvorgänger begonnen. Wir bauen zurzeit ein Museum in Schottland mit Kenzo Kuma. Das wird 2018 eröffnet und ist im Rohbau. Wir bauen ein Museum in Shenzhen, außerhalb von Hongkong, mit Maki, dem japanischen Architekten. Sam Jacobs ist derjenige, der als englischer Architekt für uns arbeitet. Wird 2017, ziemlich genau in einem Jahr, eröffnet und ist eine Kooperation für 5 Jahre und dann entscheiden wir, ob wir weitermachen, ein Museum für Design. Wir haben ein Museum of Childhood in London, ein Museum, das sich neu erfinden muss, habe ich nie gesagt, aber was sozusagen sowas sein wird wie ein kreativer Platz, ein kreativer Hub für eine jüngere Generation. Wir bauen dieses, was ich Ihnen gerade vorher gezeigt habe, eine neue Institution in East London, V&A East. Das East steht auch für Education, Arts, Science and Technology. Zusammen mit den anderen Partnern, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, ein großes Synergieprojekt. Wir bauen noch was anderes, das nenne ich jetzt mal 3 Mills, über das ich nachher mit Ihnen reden möchte. So. Und wir beraten Institutionen wie die Jamil Foundation für ein Museum in Dubai oder die Hau Foundation für ein chinesisches Museum in Vancouver und viele andere mehr. Also wir haben auch Beratungstätigkeiten. Das ist sozusagen, also mein Stellvertreter Tim Reeve nennt es Martin's Solar System, Martin's Sonnensystem und macht sich immer etwas lustig darüber, aber das ist tatsächlich in der Tat die Art und Weise, wie ich das Museum begreife. Sozusagen, das ist die Hardware. Was wir dann machen, also da sind jetzt wahrscheinlich ein paar Lücken drunter, ist, dass es sozusagen den äußeren Bereich gibt. Und der äußere Bereich heißt, dass wir in Partnerschaften zusammenarbeiten. Wir gemeinsam haben ein Netzwerk gegründet, also das ist sozusagen, jetzt kommt der Software-Teil. Wir drei und einige andere mehr haben ein Netzwerk gegründet von Designmuseen und Museen für angewandte Kunst in Europa, mittlerweile auch in Australien und es werden immer mehr, wie viele Zimmer? 60, 50, 60 Partner, die dort zusammenarbeiten. Das V&A arbeitet mit dem IOC über Sport und Design. Wir sind permanenter Partner, immer wieder eingeladen gewesen in den letzten 3 Jahren beim World Economic Forum.
Wir arbeiten mit Google Art Project, wir arbeiten mit VW. Und VW ist ein super guter Partner zurzeit, weil sie VW neu erfinden muss. Das heißt, alles, was mit Design und neuer Technologie zu tun hat, sind die besten Gespräche, die ich zurzeit habe, glauben Sie mir. Da geht es wirklich nicht nur um Geld, sondern es ist auch gar keine Häme, sondern es geht wirklich darum, was bedeutet es, wenn man sich vollkommen neu erfindet wieder. Wir arbeiten mit der Hau Foundation, habe ich bereits gesagt. Wir haben da eine enge Kooperation und darauf bin ich wirklich sehr stolz. Wir sind die ersten Partner offensichtlich, die die Biennale in Venedig jemals hatte als Dauerpartner. Also wir haben dieses Jahr eine erste Ausstellung in Venedig. Es geht aber weiter so die nächsten Jahre wie so ein Labor für die Biennale in Venedig. Wir arbeiten, ja, nee, ich lasse jetzt mal. So, das ist sozusagen das äußere System. Dieses System, das innere, ist für alle von uns verbindlich, für alle 800 Mitarbeiter. Das äußere System, und das finde ich interessant dran, ist das, dass jeder von uns im Prinzip ein eigenes System hat, einen eigenen Bereich mit sich mitbringt. Das ist mein Engagementfeld. Es fehlen noch einige, aber sonst wird es jetzt zu lang. Aber mein Stellvertreter hat ein anderes. Eine Kuratorin, die über China arbeitet, hat wieder ein anderes. Und das übereinander zu legen, das macht es eigentlich interessant. Und das gibt sozusagen den Charakter einer Institution wie das V&A wieder. Wenn wir nachher Zeit haben, nein, nicht wenn wir Zeit haben, das ist ja sozusagen das, deshalb sind wir hier, würde ich gerne hier noch ein paar Sätze dazu sagen. So, schneller geht es jetzt nicht, ist okay? Super. Wunderbar. Fragen dazu? Oh, lieber noch Erläuterungsbedarf? Lieber noch nicht, weil sonst geht es gerade weiter. Ich glaube, jetzt ist Christoph dran. Ich drücke dann hier auf der genau, Seite. Ja. Okay, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, vor allem auch in dieser wunderbaren Gesellschaft. Wir haben viel miteinander zu tun. Martin, ich beneide dich nicht, ich bewundere dich extrem für dieses fast schon weltumspannende System. Das V&A ist ja unser Muttermuseum, ist gleichzeitig der Louvre oder das Metropolitan Museum, der Museen angewandter Kunst, wenn man so sagen kann, und legt auch kräftig was vor. Sowas kann man, also ich erinnere mich, vor 10 Jahren gab es einen Artikel im Economist, da ging es darum, ich sage das jetzt nicht wegen Brexit, ja, aber vielleicht ist auch eine ganz interessante Perspektive dazu, da ging es um den Vergleich London-Paris und damals stand schon drinnen, in London vergleicht sich längst nicht mehr mit Paris, sondern mit New York. 5, 10 Jahre später hätte bis vor wenigen Tagen, würde London sagen, wir vergleichen uns vielleicht noch mit New York, aber wir sind besser als New York. Ja, und noch attraktiver als New York. Welche neue Dimension da reinkommt, das können wir nachher auch kurz ansprechen. Wir haben natürlich in kleinteiligen Österreich keinerlei Ambition, obwohl wir das zweitälteste, also das älteste nach dem Viktoria-Albert-Museum unserer Art sind, wenige Jahre später gegründet, auch ein Vorbild für viele kontinentaleuropäische Museen angewandter Kunst. Wir haben nicht derartige Ambitionen, wir haben zwar eine kleine Dependance in Los Angeles, versteht man mich? Gut, ja. In Los Angeles, die uns auch sehr wertvoll ist und ein paar andere Dependancen, teilweise in Österreich, auch eine in Tschechien, eine gemeinsam mit einem Partner dort. Aber wir haben jetzt nicht den Ansatz sozusagen, sei es in Kontinentaleuropa oder sonst wo, das System auszubauen. Als ich vor fünf Jahren in das MAC gekommen bin und übernommen habe von einem Direktor, der 25 Jahre dort war und Großartiges geleistet hat, aber das Museum zuletzt sehr stark in Richtung der zeitgenössischen Kunst gelenkt hat, die auch ein Teil von uns ist, habe ich gesagt, man muss das umkehren. Wir müssen eigentlich wieder 80% angewandte Kunst und Design machen. Und ich habe versucht, das MAC auch in diesem Bereich neu aufzusetzen. Das ist gelungen. Jetzt können wir mal die MAC-Bilder einspielen. Oder drücke ich einfach weiter? Musst du noch. Okay, da sind wir. Ja. Und wir haben vor 2 Jahren unseren 150er gefeiert und ich habe mir lange überlegt, was machen wir da? Es gab 4, 5 Projekte, aber es gab ein Kernprojekt und das war das MAC Design Labor. Wir hatten eine Studiensammlung. Mein Vorgänger Peter Nöber hatte eine Weltsensation insofern eingefädelt, als er Künstler, Künstlerinnen gebeten hat, Schausäle im MAC zu gestalten. Einige gibt es noch immer zu sehen, viele kennen sie von ihnen. Wir haben einige verändert, aber einige lassen wir auch. Donald Judd,
Jenny Holzer und wer immer noch wurden eingeladen, das zu machen. Teilweise sehr gelungen, die gelungensten lassen wir, andere mussten wir auch teilweise aus anderen Erwägungen, weil sie Themen beinhalten wie Wien 1900, wo wir einfach viel mehr zeigen wollten, mussten wir umbauen, das zeige ich aber jetzt nicht. Das ist ein Bild der alten Studiensammlung, die hieß auch so, im Untergeschoss unseres Hauptgebäudes am Ring. Wir haben uns gedacht, das müssen wir radikal verändern. Wir haben das statt Studiensammlung Markt Design Labor genannt. Ich klicke da jetzt relativ rasch durch, weil ich dann auch noch mehr über die Dinge reden will. Die Idee war, einen Parcours zu machen. Früher war das zentriert um einen mittleren Raum. Jetzt wurde das aufgelöst. Wir haben mit EOS gemeinsam, einem Wiener Designteam, das gemacht und haben uns einfach wichtige Bereiche angeschaut, die eine große Rolle spielen für angewandte Kunstmuseen, wie etwa produzieren, kochen, essen und trinken, sitzen logischerweise und einiges mehr. Wir haben auch ein bedeutendes Helmut-Lang-Archiv vom Modedesigner Helmut Lang und so weiter und so fort und sind völlig neu reingegangen. Da handelt es sich ca. um 2000 Quadratmeter, die wir komplett neu gemacht haben. Das war zum Beispiel, jetzt ist das Forum ein sehr flexibler Raum, den man für Ausstellungen nutzen kann, aber auch für alle möglichen anderen Veranstaltungen, Vortragsveranstaltungen, Workshops und so weiter. Das ist das Beispiel einer Ausstellung im Forum, die für ein paar Wochen zu sehen war. Wir machen auch Projekte auch nur für ein paar Tage dort. Handhaben das relativ flexibel. Das ist ein Einblick in den Raum produzieren. Da wird unterschieden zwischen künstlerischer Produktion, alternativer Produktion und klassischem Industriedesign. Das ist nochmal ein Blick auf die alternative Produktion. Man sieht auch immer Fragen, die wir hier gestellt haben. Wie produzieren wir in Zukunft? Hier der 3D-Drucker zum Beispiel. Wie definiere ich Wohlstand? Also wir wollten die Menschen auch einfach dahin führen, dass sie sich Gedanken machen zu all diesen Dingen. Ganz wichtig ist für uns auch, dass wir die Thematik des ökologischen Fußabdrucks einführen und überhaupt sozusagen die Frage der Nachhaltigkeit thematisieren. Das ist der Bereich Kochen, das ist der Bereich Essen und Trinken. Wir versuchen natürlich auch viel von der Sammlung zu zeigen, aber auch hier beispielsweise Tischsituationen quer durch die Jahrhunderte aufzuzeigen, sitzen. Das war der mittlere Raum, den wir mittlerweile als temporären Ausstellungsraum benutzen, wo wir eine große Hoffmann-Ausstellung gemacht haben, Helmut-Lang-Archiv, sehr radikal gemacht. Das ist ein Raum über unsere 20.000 Objekte im Sammel, die Biedermeier Textilsammlung, wo wir auch Creative Commons angeboten haben. Also man kann sich da ca. 50 Designs auch herunterladen und frei privat verwenden. Ornament thematisiert bis zum Fußball hin, den man nicht sieht, oder Schrift bis zur Digitalität und so weiter und so fort. Und das war es auch schon. Das gibt Ihnen jetzt mal einen kurzen, das gebe ich jetzt wieder dir, Matteo, du brauchst es wahrscheinlich nicht mehr, kurzen Einblick, was wir da gemacht haben. Als das eröffnet wurde, hat unser damaliger Kulturminister, der über den Personaleingang hereinkam für die Eröffnungsfeier und zuerst ins Designlabor kam, treffend festgestellt in seiner Rede, wenn man das Haus so betritt, dann würde man gar nicht denken, dass dort ein so ehrwürdiges Haus drüber steht. Das Haus selber, wir sind älter als das Haus, es wurde 1873 eröffnet am Ring, ein Ziegelbau in dem Fall, der noch immer sehr, sehr gut funktioniert und wir haben später noch einen Zubau bekommen, der vor allem für Ausstellungen genutzt wird, aber das ist eine völlig andere Welt. Mir war wichtig, als ich kam, zu überlegen, wie kann ich ein Haus mit einer Sammlung von über 600.000 Objekten, das keine, wenn man Design eng definiert, keine so wichtige Designsammlung hat wie das Vitra Design Museum, wenn man Design weiter definiert, eine der größten Designsammlungen der Welt hat. Wir haben daher für das Markt Design Labor Design sehr weit definiert, bis hinein ins Kunsthandwerk, in die dekorativen Künste, was auch mit den neueren Designdefinitionen, die auch geprägt sind davon, dass durch 3D-Druck man sozusagen nicht mehr seriell herstellt, sondern maßgeschneidert herstellen kann, zu seriellen Kosten, also ein sehr neues Designverständnis dem zugrunde gelegt. Mir war aber sehr wichtig, dass sich das Haus einfach auch um die großen Designthemen unserer Zeit kümmert. Ich habe als eine meiner ersten Handlungen den Hartmut Esslinger, den der Steve Jobs aus dem Schwarzwald sozusagen nach Palo Alto geholt hat,
der Frog Design gegründet hat und einer der herausragenden Designköpfe, er lebt noch immer in Palo Alto, ist geholt, eine große Designausstellung mit unserem Designkurator Thomas Geisler gemeinsam zu machen. Design for You, Design for Change. Made for You, Design for Change war der Titel. Da klingt schon an, dass Design für positiven Wandel ein großes Thema des MAC wurde, bis hin zum Designlabor. Und ich erzähle jetzt auch quasi ein bisschen schon von der Zukunft. Ich habe letztes Jahr in Wien eine Biennale gegründet, die weltweit erste Biennale, die Kunst, Design und Architektur miteinander verbindet und für positiven Wandel sozusagen arbeitet. Die Grundidee war, einfach uns anzuschauen, wie können in einer neuen Moderne, in der wir leben, die logischerweise die digitale Moderne ist, weil die Digitalität halt alles auf den Kopf stellt, zum Teil merken wir es noch nicht, zum Teil merken wir es sehr deutlich, wie können wir die Künste viel zentraler wieder in the making einer neuen Moderne hineinbringen. Weil ich festgestellt habe, dass die Künste noch viel zu wenig drinnen sind, dass wir teilweise mit Design als Business as usual arbeiten, dass die bildende Kunst viel zu langsam sich diese Themen auch hereingeholt hat, weil die Architektur zwar in einem Wandel war, aber auch hier auch neue Zugänge erkämpfen musste. Und wir wollten auch quasi diesem Prozess nachhelfen und Treiber in diesem Bereich sein. Und haben mit dieser ersten Biennale mal sozusagen eine wichtige Annäherung gemacht. Die zweite Biennale 17 wird dann sehr stark noch sehr viel stärker ans Eingemachte herangehen. Ein Teil dieser Biennale wird eine Kooperation sein, nämlich eine große Ausstellung zu Robotern und Automatisierung. Das andere große Thema der Biennale, der Wiener Biennale 17 wird die Zukunft menschlicher Arbeit sein. Und wir sehen hier ganz eine herausragende Rolle auch sozusagen der Künste, insbesondere des Designs, das ja sozusagen die kreative Generaldisziplin unserer Zeit wurde, wenn man so will, wie hier auch ganz massiv und weit in die Zukunft gedacht Arbeit für Menschen gestaltet werden kann, geschaffen werden kann und jetzt mal visionär auch gedacht werden kann. Wir haben einige Vorarbeiten dazu, beispielsweise das Handwerk ist ein großes Thema geworden, bis zu einem gewissen Grad ein Nischenthema. Es muss ein bisschen aus der Nische heraus, es wird natürlich nicht flächendeckend sein können, aber als Vorbereitung machen wir eine große Ausstellung zum Thema Handwerk, tradiertes Können in der digitalen Zeit und Welt und einiges mehr. Aber ich glaube, insgesamt geht es darum, einfach wie können wir Kreativität, menschliche Kreativität isoliert oder in Zusammenwirken mit Digitalität wieder sehr viel stärker in den Vordergrund bringen. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie wollen wir Mensch sein? Das sind alles Fragestellungen, die keine Science Fiction mehr sind, sondern die angegangen werden müssen. Gibt auch schon viel dazu natürlich zu sehen, zu lesen und wir müssen einfach die Dinge erarbeiten, die Weichenstellungen erarbeiten, die uns wichtig sind. Und natürlich ist auch ein Netzwerk, der Martin hat es genannt, des Austausches hier für unsere Museen, Designmuseen, angewandte Kunstmuseen extrem wichtig, weil wir alle etwas einbringen können in diese Diskussion, die natürlich nicht nur eine westliche sein soll, sondern eine auch durch viele andere Traditionen gespeiste und die auch natürlich letztlich in einem engen Miteinander mit auch der digitalen Industrie passieren muss. Ja. Und ich würde jetzt mal auch hier enden, weil ich glaube, wir haben allerhand zu diskutieren, wie wir Sammlungsobjekte einsetzen können, was überhaupt wir sammeln sollen und vieles mehr. Danke. Vielen Dank. Ich hatte auch noch ein paar Bilder vorbereitet, aber die spare ich mir jetzt. Ich glaube, wir sollten gleich in die Diskussion einsteigen. Ich gehe einfach mal weiter bis zu einem Bild des Innenraums, des Schaudepots und da mache ich dann Schluss. So sieht die Sammlung hinter den Kulissen aus, hier unten im Vitra Design Museum in den nicht öffentlichen Depots. Und das ist das neue Gebäude, neben dem wir gerade sitzen. Sie waren wahrscheinlich fast alle drin und hier ist jetzt eine Sicht in die Präsentation im Inneren. Meine beiden Kollegen haben ja schon viel über
ihre eigenen Strategien, ihre eigene Motivation bei der Präsentation von Sammlungen gesprochen, auch über die Rolle der Sammlungen im Gesamtverständnis des Hauses. Und ich finde, was für mich schon mal deutlich geworden ist, aus dem, was beide gesagt haben, ist zum einen, dass die Sammlungen wie so das Tor in die Außenwelt sind in einem Museum, also dass man darüber eigentlich reagiert auf Dinge, die sich in der Welt draußen verändern, dass sich eigentlich ständig die Herausforderung stellt, wie kann ich das, was sich in der Welt, die sich im Design widerspiegelt, auch in den Museumssammlungen abbilden. Also es ist wirklich eine Art Katalysator. Und das andere ist, dass die Rolle der Sammlung in den Museen eigentlich immer das Grundverständnis des Museums prägt. Also wenn wir hier über die Sammlungen sprechen oder wenn wir die Skizze hier sehen, dann sehen wir das gesamte Museum, alle Aktivitäten weltweit und das ist sehr beeindruckend und die Sammlung hat irgendwo eine zentrale Rolle, weil sie das Profil und die Geschichte des Hauses geprägt hat. Und was ich gerne zu Anfang mal fragen würde, ist, der Typus des Museums für angewandte Kunst, für Design, ist ja eigentlich entstanden im 19. Jahrhundert in euren beiden Fällen, in einer Zeit, in der Design eine komplett andere Bedeutung in der Gesellschaft hatte, in der es darum ging, Dinge zu sammeln, vielleicht als Vorbilder für Handwerker, für die Industrie. Der Aspekt des Vorbilds oder der Geschmacksbildung, dieses Wort gab es ja, vielleicht ein super Wort, Geschmacksbildung, hatte eine große Bedeutung. Wenn ich jetzt heute hier hingehe und sage, wir wollen Geschmacksbildung machen, dann kommt das wahrscheinlich nicht so gut an. Und was mich interessiert, ist einfach von euch zu erfahren, welches Hauptanliegen würdet ihr eure Sammlungstätigkeit heute bringen? Geht es darum, einfach Dinge zu bewahren, um sie zu bewahren und vielleicht noch gar nicht zu wissen, was man mal damit anfängt? Es gibt auch in der Museumswelt diesen schönen Begriff, man entzieht Objekte der Öffentlichkeit. Wenn ich das höre, kriege ich immer eine Krise, aber das ist also in dem Diskurs über Sammeln spielt das eine wichtige Rolle, dass allein durch das Entziehen eines Objekts aus der Öffentlichkeit es in die Sphäre des Museums kommt. Und ein ganz normales Objekt, worauf ich hier sitze und was ich mit meinen fettigen Fingern anfange, das muss ich mit weißen Handschuhen anfassen, in dem Moment, wo ich es in die Sammlung aufgenommen habe. Also ist allein das schon der Wert der Sammlung? Oder geht es darum, dass man etwas schafft, über das man permanent spricht? Geht es darum, Signale in die Öffentlichkeit zu senden? Worin seht ihr heute den Hauptanlass für ein Designmuseum zu sammeln? Fragst du mich? Ja. Als erstes mal, was ich eingangs noch sagen wollte, ist herzlichen Glückwunsch zu allem, was ihr hier aufgebaut habt. Ich bin vorher angekommen und habe als erstes Matteo gefragt, ob er einen Job hätte, weil das so schön hier ist, man möchte hier einfach arbeiten, ganz ehrlich, das ist schon paradiesisch. Also jetzt nicht nur, weil es schön aussieht, sondern auch, wie die Funktionen zusammenkommen und wie die Sammlung integriert ist und so weiter. Das Thema, das du jetzt gerade, oder die Frage, die du stellst, oder, also ist schon, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, greift schon an wie so die Grundfesten unserer Arbeit an. Das ist jetzt irgendwie nicht was, was man leicht beantwortet. Also das sind, außerdem hast du mehrere Fragen irgendwie so zusammengebracht. Das eine ist das, dass ich glaube, dass es im 19. Jahrhundert nicht mal so sehr anders war. Also es ging natürlich darum, ja, Geschmack einzuführen, es ging um Produktgestaltung, es ging darum, die Qualität zu erhöhen. Im Fall vom V&A ging es darum, dass man sehr viel Design aus dem islamischen Bereich gesammelt hat, weil es damals als vorbildlich und besonders qualitätvoll galt und so weiter und so fort. Aber es gab auch was Christoph gerade sozusagen Design for Change genannt hat, nämlich was Prinz Albert und vielen anderen zu der Zeit bewusst war das, dass die Welt sich dramatisch verändern wird. 1851, 52 ist das V&A entstanden, 1854 ist das kommunistische Manifest in London publiziert worden, Karl Marx war an der Portas, Engels reiste in Manchester, verstehst du, die Welt brach um. Und ich glaube nur das Konzept sozusagen, dass das, was man zeigt in einem Museum, es war nicht mal so sehr ein Museum, es ging einfach darum zu sagen, es ist Bildung für alle. Dazu muss man noch sagen, dass wir sozusagen ein Kind sind des Royal College of Art. Es war eine Designschule, Marlborough School in Somerset House, die zuerst da war, 1832, und daraus sind wir entstanden. Also wir haben einen Bildungsauftrag von Anfang an. Und ich finde, da gibt es extrem viel Parallelen zu dem, was heute passiert. Ich habe es vorher zu Christoph gesagt, ich habe auch den Eindruck, wir arbeiten immer, oder zu dir, wir arbeiten immer noch mit der gleichen Legacy jetzt für 160 Jahre.
Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass man immer sozial offen war. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, das wirklich etwas absurd ist, aber Prinz Albert arbeitete mit einem Jungen, er war selber ziemlich jung, er starb ja mit 42, arbeitete mit einem jungen Flüchtling, der sogar von der Polizei bis nach London verfolgt wurde. Und das war eine überaus kreative Zusammenarbeit, hier der Königsgemahl, Königingemahl und hier der Flüchtling. Der Flüchtling entwarf Konzepte für allein für das V&A, aber auch für andere Museen. Da können Sie Norman Foster vergessen, wenn Sie sehen, was er sich vorgestellt hat. Grandios. Der Flüchtling war Gottfried Sember, der damals noch nicht der berühmte Gottfried Sember war, sondern wirklich ein junger Architekt, der abhauen musste aus Dresden, weil er so gut war im Barrikadenbau in der 48er Revolution als Architekt, dass ihn die Polizei verfolgt hat, über die sächsische Polizei, die auch schon immer gut war, über Paris nach London. Welch irrwitzige Konstellation von in der Zusammenarbeit, muss man sich einfach mal vorstellen. Der revolutionäre junge Architekt und der Gemahl der Königin, irrwitzig. So, da gibt es so viele Parallelen zu heute, dass ich sagen würde, nicht arrogant, also das gilt jetzt nicht hier, nicht arrogant sein im Rückblick, sondern eher mal richtig reinschauen und muss ich sagen, da ist vieles drunter. Darf ich das nochmal kurz haben? Christoph, sorry, wenn ich gerade ein bisschen länger bin, aber das kommt jetzt auf das hier raus, auf diese Three Mills Geschichte. Der Punkt ist das, Matteo, dass ich glaube, dass Museen nicht mehr so weiter funktionieren werden, wie sie bis jetzt funktionieren. Deshalb ist das, was ihr hier macht, ja auch so vorbildlich. Meine interessanten Partner, wo ich mich zurzeit gern aufhalte, ist das hier. Ich bin im Beirat von Würth in Schwäbisch Hall. Jedes Mal, wenn ich dort bin, verbringe ich meine Zeit außerhalb des Beirats im Lager, weil ich einfach sehen möchte, wie die Logistik des Lagers funktioniert. Wir sind in Heathrow im Flughafen und schauen an, wie die Koffer rumgeschickt werden. Und ich glaube einfach, dass wir es schaffen müssen, ich versuche es, und das ist dieses Three Mills, ich versuche es in wenigen Worten zu sagen, dass unsere Objekte total zugänglich sein, also total accessibility und total connectivity. Das heißt, zu absolut zugänglich und dass die Objekte untereinander vernetzt, verdrahtet und was auch immer sein müssen. Meine Objekte können locker mit deinen Objekten und locker mit den Objekten von Christoph reden, ohne dass sie uns dazu brauchen. Das heißt, wir können ganz anders, und das ist jetzt sozusagen Prinz Albert heute, wir können ganz anders unsere Objekte der Öffentlichkeit zeigen, weil wir erstens mal die digitalen Zusammenhänge haben. Wir digitalisieren seit 15 Jahren nonstop und immer wieder und immer wieder. Und wenn wir fertig digitalisiert haben, fangen wir wieder von vorne an. Das heißt, das muss ja irgendwie einen Sinn und Verstand haben. Und das heißt, der Sinn und Verstand heißt, wir machen es für die Öffentlichkeit zugänglich, aber dreidimensional zugänglich. Ich möchte haben, dass wir das richtige Objekt mit dem digitalen Objekt verheiraten. Und das dürfte in diesen Zeiten nicht so besonders schwierig sein. Ja, das ist nicht schwierig, aber was sich für mich schon als Frage stellt, ist, die Objekte, die ihr im 19. Jahrhundert gesammelt habt oder im frühen 20. und auch ihr, das waren Möbel, Textilien, Mode, Keramik. Und Christoph, wenn du davon sprichst, dass Design... Kultur und Malerei und Zeichnung und so weiter, ganz, ja, Textilien. Aber es war natürlich alles sehr, es war das, was wir heute als einen klassischen Kanon kennen, der nicht mehr eins zu eins fortgesetzt werden kann in die Gegenwart. Und wenn wir heute versuchen, uns als Designmuseum nur mit Mode und mit Interieur und mit den schönen Dingen, die man auf Tische stellt und so weiter befassen, dann werden wir der Realität nicht gerecht. Du hast es ja gerade schon gesagt, du hast Design als die kreative Generaldisziplin unserer Zeit bezeichnet, wo es dann um solche Dinge geht, also um Roboter, um Dinge, die man vielleicht gar nicht mehr greifen kann. Was heißt denn das für die Sammlungstätigkeit? Muss man auf einmal IT-Ingenieure einstellen, die dann in der Sammlungsabteilung arbeiten, weil nur die verstehen, was man heute sammeln muss? Also das Schöne ist, dass man das ja auch alles zusammenbringen kann. Ja, das ist ja nicht ein Entweder-Oder. Ich kann alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ich möchte aber ein paar andere Wörter noch benutzen. Zum einen Inspiration. Also ich glaube, dass in unseren Objekten unglaublich viel Inspirationsmaterial steckt, das auch immer wieder neu entdeckt werden kann. Zum Beispiel eine Strategie von mir war, da wir das Archiv der Wiener Werkstätte haben, mit 5000 Zeichnungen von Josef Hoffmann und vielen anderen Dingen, dass wir das immer wieder auch neu zur Diskussion stellen müssen. Und wir haben gesehen, dass eigentlich die Wiener Moderne
vor allem im Bereich des Designs der angewandten Kunst, noch gar nicht so durchgearbeitet wurde. Und wir haben begonnen mit maßstabsetzenden Ausstellungen. Wir sind jetzt gerade bei der dritten Großausstellung über Kiesler. Davor war Josef Frank, davor war Wege der Moderne. Den Katalog habe ich auch mit Freude gesehen, Hoffmann, Los und die Folgen. Wir haben gesehen, man muss da völlig neu reingehen, analytisch, man muss das völlig neu aufbereiten, vor allem deshalb, weil wir in einer ähnlichen Situation sind. Wieder ist die Frage, zählt die Form, zählt der Inhalt, wo kommt beides zusammen? Die Form sind heute die Icons auf den Smartphones und vieles, damals waren es andere Dinge. Die Sezession war in Wien Form, die Wiener Werkstätte war Form, Adolf Loos war Inhalt, die Suche nach dem neuen Menschen, wir brauchen beides. Ja, und insofern stellen sich diese Fragen ganz, ganz deutlich wieder. Josef Frank war die große Frage, wie wollen wir wohnen? Ja, wir müssen Kraft tanken in der Wohnung für eine sehr, sehr schnelllebige Zeit. Die ist noch schnelllebiger geworden. Daher ist die Frage, wollen wir durchorganisiert sein im Gesamtkunstwerk? Gibt es auch heute noch. Viele Architekten pflegen das. Oder wollen wir einen Mix haben, in dem man sich wohlfühlt? Fragen stellen sich ganz genau wieder. Und das heißt, dass man viel wieder neu zur Diskussion stellen muss, vor allem, weil wir in einer ähnlich gelagerten Zeit des Umbruchs leben. Wir erleben heute einen radikalen Umbruch, du hast es erwähnt, mit Blick auf die Jahre eurer Gründung. Wir hatten dasselbe dann nochmal 30, 40 Jahre später. Bei uns war es übrigens umgekehrt. Wir wurden als Museum gegründet und wenige Jahre später wurde als Teil des Museums eine Universität, damals Kunstgewerbeschule genannt, gegründet, die erst 50 Jahre später dann selbstständig wurde, aber benachbart ist, vom selben Architekten gebaut ist und jetzt rückt man wieder enger zusammen, weil es wahnsinnig viel Sinn macht, wenn wir in diesen Zukunftsthemen arbeiten, auch wir zusammen Dinge zu erarbeiten. Und ich glaube, es geht auch um das Sammeln von Ideen. Wenn wir neue, vielleicht muss ich das so formulieren, ich sehe heute nirgendwo die Möglichkeit, in einer Gesamtschau die großen Fragen unserer Zeit durchzuarbeiten und zu verhandeln. Die Parlamente liefern es nicht, ich sehe es nirgends. Ja. Museen haben die Chance, das zu tun. Universalmuseen haben die Chance, das zu tun und vor allem auch Design als Generaldisziplin, Design und angewandte Kunstmuseen, um das zu tun. Das heißt, wir brauchen einen holistischen Ansatz. Wir müssen immer an alles denken und wir müssen die kleinen Fragen im Bewusstsein auch der großen Fragestellungen lösen. Und ich halte das für einen totalen USP, um in der Business-Sprache zu bleiben, eine Unique Selling Proposition, die wir anbieten können, eben weil Design sich zu dieser General- und ich würde sagen auch holistischen Disziplin entwickelt hat und noch viel stärker entwickeln muss. Und darin liegt natürlich auch eine große Chance. Wir waren zum Beispiel das erste Museum der Welt, das eine Arbeit mit Bitcoin angekauft hat. Ja? Und das ist auch ein Zug dessen, was man machen kann und dazu stehe ich. Man muss auch gewisse Dinge des Digitalen natürlich sammeln, man muss es auch nicht übertreiben. Aber ich glaube, dass alles zusammenkommen muss und dass vor allem klar sein muss, das, was man an traditionellen Objekten hat, ist nicht veraltet, sondern kann neu entdeckt werden. Und je mehr wir auch wieder als Menschen neben dem digital durchorganisierten Leben Haptik haben wollen, schöne Gegenstände haben wollen, umso größer wird die Rolle sein, die das spielt. Und ich glaube, wir werden wegrücken müssen von dieser Wegwerfgesellschaft, die wir uns immer weniger leisten können. Die jüngeren Generationen sammeln Erlebnisse und nicht Objekte. Und wenn sie Objekte sammeln, dann ausgesuchte Objekte, die einen viel Freude machen durch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und ich glaube, dort müssen wir viel stärker noch hinkommen. Und da haben wir auch eine wichtige Rolle zu spielen. Aber Christoph, ist das... Wäre es nicht sinnvoll, noch konsequenter das weiterzudenken, also selbst wenn es jetzt ins teilweise Utopische geht, wobei ich es gar nicht so utopisch finde. Also ich habe das allererste Mal die Erfahrung gemacht und es war eigentlich eine Überraschung, die ich dann später erst richtig verstanden habe, dass wenn wir heute eine Ausstellung machen, das klingt wie eine Binsenweisheit, wenn wir heute eine Ausstellung machen, wenn wir früher eine Ausstellung gemacht haben, haben wir es vorbereitet, irgendwann haben wir eine Pressekonferenz gemacht, dann haben wir es eröffnet und dann wurde es diskutiert und dann kamen Leute, oder nicht. Wenn ich heute eine Ausstellung mache, sobald es morgen angekündigt ist, wenn die Ausstellung interessant genug ist, habe ich eine weltweite Community, die mit uns arbeitet. Und zwar im Netz. Aber sofort. Also David Bowie ist lang bevor es eröffnet worden ist, als die Ausstellung gewachsen ist, als sich es immer mehr rumgesprochen hat, wenn wir selbst überrascht waren zu zeigen, dass die Ausstellung immer größer und mehr wurde, haben sich immer mehr Leute beteiligt. Bis hin zum Eröffnungstag, wo man da jemanden eine E-Mail geschickt hat, naja.
Da würde man viel Geld geben, wenn er jetzt kommen dürfte und an der Eröffnung dabei sein. Was man nicht konnten lange warten lässt. Was ich meine, was wir machen, ist sofort transparent. Das ist nicht wie früher. Wir arbeiten hart immer an der Grenze der Öffentlichkeit, oder wir sind in der Öffentlichkeit. Das heißt, wenn ich mit meiner Sammlung richtig umgehe, ich bringe jetzt ein Beispiel, das relativ realistisch ist. Wenn, ich sage relativ häufig über uns, dass wir sozusagen das the Local Museum for Global Community und the Global Museum for Local Community sind. Das heißt, wenn Sie aus Aleppo sind oder Ihre Eltern sind aus Aleppo, wir sammeln syrische Objekte seit 1851, dann sollten Sie jetzt ins V&A kommen, weil wir haben die Sammlung, wir haben eine syrische Sammlung in dieser Tragödie. Aber wir zeigen maximal 10% von dem, was wir haben. Ich möchte haben, dass Sie kommen können oder Ihre Kinder und erfahren, was Syrien wirklich ist. Aber was ich möchte, ist nicht nur, dass Sie die Ausstellung dann sozusagen sich selbst für einen Tag oder für eine Stunde zusammenstellen können, Sie als Privatperson, Sie als Lehrer, Sie als Universitätsprofessor, Sie als Journalist oder Journalistin, sondern ich möchte auch haben, dass wir von Ihnen lernen. Sie lernen von meinem Kurator, von unserem Kurator über die Objekte, aber ich möchte haben, dass Ihr Wissen von Aleppo, von Ihrer Familiengeschichte aufgenommen wird und gesammelt wird, sozusagen als Beigabe, als Kontext des Objekts. Und das ist heute aufgrund der digitalen Medien keine Grenzen gesetzt. Jemand anders, der in Sydney über was Ähnliches arbeitet, hat Zugang zu dem, was Sie aufgezeichnet haben und zu dem Objekt. Das ist alles kein Problem mehr, aber wir tun es nicht. Und Christoph, zum Letzten, was du gesagt hast, mit den, wie wir die Objekte benutzen. Ich meine, das Interessante ist, dass immer, wenn wir über Fortschritt nachdenken, denken wir über die Zukunft nach. Wieso gehen wir nicht in unsere gigantischen Sammlungen? Ich meine, wir haben 3 Millionen. Wieso befreit man nicht die Objekte aus diesen Objektgefängnissen und lässt einfach mal richtig mitarbeiten? Also, es gibt so viele Technologien in der Vergangenheit, die irgendwann mal verschütt gegangen sind, wegen Kriegen, wegen Seuchen, weil das Material ausgegangen ist, weil das Wissen ausgegangen ist. Weshalb buddeln wir nicht tief in unseren Sammlungen und nützen das Material einfach, um sozusagen an neuen Technologien zu arbeiten oder neuem Material zu arbeiten. Es kommt nicht vor. Also ich sehe das nicht wie du, zu sagen, das ist 19. Jahrhundert und ist vorbei. Ich würde eher sagen, genau das Gegenteil. Lass uns in die Textilien einsteigen. Lass uns in the Making-of einsteigen. Da sind wir uns einig. Aber du hast gesagt, wir könnten das alles tun, wir machen es aber nicht. Warum machen wir es denn nicht? Deshalb bist du mir heute hier, um darüber zu reden. Weil die blöde Realität im Weg steht. Wir machen es immer mehr, glaube ich. Ich meine, wir müssen uns auch verändern. Mir imponiert sehr, was ihr hier gemacht habt und ich finde es das super, dass man ja so viel sehen kann. Finde ich absolut super. Und ich glaube, wir müssen alle einfach mit unseren Möglichkeiten schauen, wie können wir die Dinge, die wir haben, neu kontextualisieren, wie können wir sie auch neu wieder cool machen, wenn man das so sagen kann. Und das, die Chancen sind riesig, das zu tun, weil einfach ganz tolle Geschichten meistens dahinter stecken. Aber ich glaube, es geht noch um viel mehr. Es geht einfach um die Frage, wie können wir, und jetzt greife ich sozusagen unser Biennale ein bisschen vor, jedenfalls für das, was wir im MAC auch tun wollen. Also wir haben uns vorgenommen, das MAC Design Labor, ich habe davon ein paar Fotos gezeigt, eben für die Biennale komplett umzuarbeiten. Ja, aber nicht jetzt baulich, sondern ganz neu zu bespielen. Anhand der Faden wird sein Zukunft der menschlichen Arbeit. Und wir werden einfach viele Dinge, das ist genau das, was du angedeutet hast, Martin, wir werden viele Dinge herausholen und sie in einen Kontext der Zukunft der menschlichen Arbeit hineinsetzen. Ja? Einfach um hier inspirierend zu sein, in welche Richtungen man denken kann. Aber es kann ja nicht sein, dass wir bei jeder, ich schaue nebenher immer wieder auf meine Telefone wegen dieser ganzen Brexit-Sache. Boris Johnson ist gerade ausgestiegen, Gott sei Dank, das habe ich verfolgt, das nebenher so. Es kann doch nicht sein, dass wir das alles in Sekundenbruchteilen wissen, aber wir immer noch arbeiten mit Kuratoren wie im 19. Jahrhundert, wo man sich 4-5 Jahre Zeit nimmt, um irgendeine Ausstellung vorzubereiten. Und dann, wenn man Glück hat, gibt es ein paar Leserbriefe oder einen Blog oder sonst irgendwas, wird getweetet, sondern das muss doch von vorne an von dabei sein. Man muss doch mit unseren Gästen, Kunden, wie immer wir sie nennen, von Anfang an Partnern kommunizieren. Die Ausstellung ist ein gemeinsames Produkt heute. Absolut. Und nicht mehr nur das, was wir wissen und dann anbieten. Entschuldigung, wenn ich Sie so instrumentalisiere.
Also Sie sehen jetzt hier drei berauschte Museumsdirektoren, die darüber reden, was alles geht und was aber auch schon alles in den letzten Jahren gemacht wurde. Also was ich wirklich spannend finde an der berauscht. Diskussion, naja, also was ich schon wahrnehme, und das spiegelt auch relativ stark die Wahrnehmung, die ich von unserer eigenen Arbeit hier habe, dass wir einerseits in den letzten Jahren extrem viel verändert haben, dass wir in einer Entwicklung mittendrin stecken, in der durch Digitalisierung sich komplett neue Fragen bei Sammlungen stellen, in der man auf einmal wieder auf die Sammlungen schaut und nicht wie vor 10 oder 20 Jahren primär auf Wechselausstellungen. Und dass sich sehr viel getan hat. Also vor 3 Jahren stand hier eine alte, schäbige Lagerhalle, da stand eine Stahlhalle. Wir hatten Büros in einem Kellergeschoss mit einem alten Teppich drin und so weiter. Und jetzt hat man hier so eine laborartige, futuristische Sammlungspräsentation. Einerseits. Andererseits haben wir in unserem eigenen Alltag hier auch immer wieder damit zu tun, dass wir bei der Digitalisierung nicht so schnell vorankommen, wie wir uns das wünschen, bei dem Dialog mit den Besuchern nicht so schnell vorankommen, wie wir es wünschen. Und trotzdem muss man sagen, noch viel mehr und noch viel schneller in den letzten Jahren hätte man das nicht machen können. Was braucht es aus eurer Sicht in den nächsten Jahren? Also braucht es mehr finanzielle Unterstützung? Ist es primär eine Frage der Finanzen? Ist es eine Frage der Vernetzung der Museen untereinander? Oder müssen Designmuseen auch eine andere Rolle in der Öffentlichkeit haben? Also meine Wahrnehmung ist in Deutschland, dass Design noch immer sehr spezielle Nischenmuseen sind. Das gilt sicher nicht für euer Haus, sicher auch nicht für euers, aber in Deutschland gibt es einige Museen für Kunsthandwerk und Kunstgewerbe, aber ansonsten gibt es nicht viele Häuser, die Design in einer Größenordnung in die Öffentlichkeit bringen. Also was braucht es, um dieses enorme Potenzial, von dem jetzt hier immer die Rede ist, wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen? Machst du mal zuerst, weil ich ziehe mich immer vor. Also aus meiner Sicht braucht's mal, müssen wir noch viel mehr Interesse der Öffentlichkeit erzeugen, weil wir haben jetzt unglaublich beeindruckende Besucherzahlen. Trotzdem, wenn wir uns anschauen, wie viel Prozent der Bevölkerung, und London ist eine spezielle Touristendestination, überhaupt in Museen gehen, geschweige denn in angewandte Kunstmuseen, dann würde ich sagen, sind da noch 90% der Bevölkerung zu holen. Ja? Und das muss man einfach schaffen. Ich glaube, eine Methode, das zu schaffen, ist halt einfach, wir werden darüber beim nächsten Netzwerktreffen in London diskutieren, ist die Frage des Commonings, des Gemeinwohls. Wie können Museen Orte des Gemeinwohls sein, wo nicht alles durchkommerzialisiert ist, wo Dinge zur Verfügung gestellt werden, zur Weiterbearbeitung, Ideen, Entwürfe etc., weil es auch Teil unseres täglichen Lebens weiterhin sein wird, egal ob jetzt ein Gitterobjekt von jemandem 3D hergestellt wird oder nicht, aber da sind viele, viele Möglichkeiten da. Und ich glaube, auf der anderen Seite, und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, geht es auch darum, dass wir viel stärker in einem gesellschaftspolitischen Diskurs auch mitarbeiten, um Konsumgewohnheiten umzustellen. Weil die Frage, wohin wir uns entwickeln, und Design ist wahrscheinlich jene Disziplin unter den künstlerischen Disziplinen, die hier am meisten bewirken kann, von der Reichweite her. Ja. Es geht also darum, wie können wir in eine nachhaltige Welt übergeführt werden, wie können wir weg von dieser Wegwerfgesellschaft, und das heißt, wir müssen auch als Museen, als Designmuseen nachhaltig daran arbeiten, hier Konsumverhalten zu verändern. Wie kann man damit weiterkommen? Ich bringe jetzt ein Beispiel aus Deutschland. Wenn zum Beispiel so ein Ort wie das sogenannte Humboldt-Forum, also die Nutzung des Berliner Stadtschlosses, wo eine Art von Universalmuseum entstehen soll, wenn dort zum Beispiel Design überhaupt kein Thema ist, sondern heute oft in einer offiziellen Kulturpolitik Design kaum vorkommt, sondern es ist eine Disziplin, die entweder etwas zu tun hat mit Wirtschaftsförderung, Creative Industries, oder mit sagen wir, einem Vergnügen für Eliten. Aber meine Wahrnehmung ist, in den meisten Ländern Kontinentaleuropas ist Design in der Museumslandschaft noch nicht so etabliert, dass es wirklich Teil der offiziellen Kulturpolitik ist. Und ich glaube, das wäre eine Voraussetzung für das, was wir hier besprechen. Ja, Matthias, ich würde es andersrum sagen. Also ich glaube, sozusagen, wenn
unsere Gäste, unser Publikum, unsere Nutzer, wie auch immer man es nennen mag, das einfordern, dann wird es auch passieren. Also ich glaube, mit dem Grund, weshalb das V&A so erfolgreich ist, und das ist nicht jetzt wegen mir, das war schon vorher so, also mit rund 4 Millionen Besucher, jetzt kann man immer sagen, in einer Stadt wie London ist es auch relativ einfach, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir keinen Eintritt verlangen. Das heißt, wir haben ein extrem junges Publikum. Wir haben ein Publikum, das Museum einfach genießt. Also die größte Freude ist, Sie haben das Foto vorgesehen mit den Robotern, das ist dieser Garten, wo man einfach draußen sitzt und da ist ein kleiner Pool und die Füße ins Wasser hängt. Also ein Museum muss ein Platz sein, wo man sich gehen lassen kann, wo man es genießen kann. Ich spreche es einfach mal aus, ich finde die deutschen Museen einfach so wahnsinnig langweilig. Also wenn wir es nicht schaffen, Menschen reinzubringen, die einfach Spaß dran haben an dem, was wir da zeigen, dann sollte man es lieber lassen. Und es ist nicht eine Frage des Geldes, sondern das ist eine Frage des Engagements, der Ideen. Also bei mir war selbst ein Hardcore-Renaissance-Spezialist, um jetzt irgendjemand zu nennen, traurig, wenn die Ausstellung, die er macht, nicht populär wäre. Wenn ich das in Deutschland mache, werde ich dafür beschimpft. Wenn immer ich einen Vortrag halte in Deutschland, wahrscheinlich machen Sie jetzt das Gleiche mit mir auch, wenn immer ich einen Vortrag in Deutschland halte und ich rede über die David Bowie-Ausstellung, sagen die Leute, naja, das war jetzt keine ernste Ausstellung. Dabei ist es Zeitgeschichte, dabei ist es sozusagen unser eigenes Leben. Also ich glaube, wir müssen schon das auch so aufbereiten, dass es wirklich interessant ist für die Menschen. Sonst, wieso sollen sie es denn sonst anschauen? Und über den Prozess kommt man in die Politik und gibt es vielleicht auch mehr Geld. Das andere ist, bloß um das zu ergänzen, mein Vorteil in London, zumindest bis, also alles, was ich Ihnen hier zeige, gilt bis letzten Donnerstag. Die Welt wird gerade neu aufgestellt in London oder in England. Also mein Plädoyer geht dahin, dass man einfach auch mehr Kommerzialität im Museum erlaubt. Also was wir in London leicht erleben, ist das, dass man einen hohen Anspruch an die Kultur hat und einen hohen Anspruch an den Kommerz. Und beides widerspricht sich nicht. Wir sind im Prinzip ein Unternehmens, du ja auch hier, eine unternehmensähnliche Konstruktion. Und das auf hohem Niveau, da spricht nichts dagegen. Ja. In Deutschland hätte ich das nie machen dürfen, aus legalen Gründen nie machen dürfen. In Sachsen war das Finanzministerium für meinen Buchshop zuständig. Das kann ich, also was du zuletzt gesagt hast, kann ich natürlich unterschreiben, als Museum natürlich aufgrund unserer Geschichte genau aus so einer Konstellation mit einem Unternehmen und einer privaten Museumsinitiative entstanden sind. Was ich interessant finde, ist diese Unterscheidung zwischen der angelsächsischen Welt und anderen Ländern, in denen, glaube ich, eine sehr viel konservativere Museumsphilosophie existiert und, ja, und in der tatsächlich dieses Vermitteln der Sammlung viel weniger im Vordergrund steht als das Bewahren und das der Öffentlichkeit entziehen und das Statische einer Sammlung. Ich würde das gerne an dich weitergeben, weil mich interessiert, wie du das wahrnimmst. Ja, ich würde das ein bisschen relativieren. Zum Ersten, wenn du von deutschen Museen redest, reden wir nicht von österreichischen. Also wir haben eine andere Situation, weil wir ausgegliedert wurden so um die Jahrtausendwende und das hat sich total bewährt. Das heißt, wir können auch wirklich selbstständig wirtschaften, alle Entscheidungen selbstständig treffen etc. Wir dürfen nur das Museum nicht in den Konkurs wirtschaften. Das ist auch klar. Das ist bei mir irgendwie auch der Fall. Ja. und in Deutschland gibt es ja auch andere Museen. Also ein guter Freund von mir, der Max Holländer, der jetzt nach San Francisco gegangen ist, wir haben letzte Woche gerade wieder ge-mailt, hat ja in Frankfurt gezeigt, was man machen kann, gerade auch mit digitalen Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt ein Digitorial, ich glaube so heißt es, angeschaut, zu einer Ausstellung, die jetzt am 5. Juli eröffnet, dort, wo auch Leihgaben aus Wien dabei sind. Und das ist wirklich erstklassig gemacht und er hat alles ausgeschöpft, was man derzeit digital machen kann, also absolute Weltklasse, und hat das Museum oder die Museen sind ja mehrere, ich weiß jetzt nicht, ob sie Bundesmuseen dort sind oder ob sie städtische Museen sind, was ich vermute, aber die Städte offensichtlich ermöglichen das, dass man das tun kann mit enormem Erfolg, also es gibt solche und solche. Ja, nee, ich wollte es auch gerne. Ich meine jetzt nur generell in der Herangehensweise, um Gottes Willen, ich kann viele Beispiele aus Deutschland hervorführen oder Österreich, Schweiz oder was weiß ich. Muss halt, wird super Arbeit geleistet, das meine ich nicht. Ich meine die Grundstruktur, wir sind dazu gezwungen, in Deutschland so zu arbeiten, wie wir arbeiten.
weil die legalen Verhältnisse einfach ganz anders sind. Das ist jetzt nicht besonders interessant, das heute Abend zu diskutieren, aber sozusagen alles, was ihr ja auf hohem Niveau hier macht, alles, was unternehmerisches Denken und Qualität zusammenbringt, ist in der deutschen Gesetzgebung nicht erlaubt. Ja, ich will auch gar nicht darauf rumreiten, um so Gräben aufzumachen zwischen Deutschland und Österreich und angelsächsischen Ländern. Aber es weist ja auf eine Situation hin, in der man immer ist und mit der viele Museumsdirektoren kreativ umgehen müssen, viele Museen, nämlich dass eine Sammlung ja auch immer aus realen Objekten besteht, die empfindlich sind, die geschützt werden müssen, die konserviert werden müssen, die einfach eine physische Realität haben. Und wenn wir darüber reden, sie immer wieder um die Welt zu schicken, damit zu arbeiten etc., dann kommen natürlich solche Argumente, dass das aber dem Erhaltungsauftrag, dem Bewahrungsauftrag zuwiderläuft. Ich gebe jetzt mal solche Argumente weiter. Und dass ja schon Dialoge im Museum, auch mit der Welt draußen erfordert, um zu erklären, warum man bestimmte Sammlungsobjekte in die Öffentlichkeit stellt und sie damit auch exponiert und vielleicht auch etwas stärker exponiert, als wenn sie immer schön in dem dunklen Keller liegen würden und dunkel wären und nicht gesehen werden und sich wunderbar erhalten, aber kein Mensch kriegt das mehr mit und es hat keine Auswirkung auf die Gesellschaft. Ja. Und diese Situation ist ja real. Das ist ja ein Spannungsfeld, in dem man sich befindet als Museum. Aber ich glaube, da gibt es schöne Strategien. Also ich erzähle eine aus jüngster Zeit. Wir haben von meinem guten Freund Stefan Sagmeister, der in New York lebt, mit dem ich schon einige Projekte gemacht hatte, also die Happy Show übernommen über das Glück. Wir waren Station Nummer 7 weltweit dieser Ausstellung. Es war eine der erfolgreichsten Ausstellungen, die wir je hatten. Und wir haben vorgeschlagen oder gemeinsam erarbeitet, dass wir die Ausstellung nicht in einer 1000 Quadratmeter großen Ausstellungshalle zeigen, sondern auf 4 Stockwerken im Haupthaus quer durch die Sammlungen durch. Also man musste durch Sammlungsräume, um diese Räume zu erreichen. Es war auch in der Säulenhalle, in unserer altehrwürdigen Säulenhalle viel aufgestellt etc. Und das war einfach genial, weil es sehr viel Publikum, das wir noch nie im Haus hatten, auch mit dem Haus sozusagen mal in Berührung gebracht hat und nicht in einer separaten Halle, wo man reingeht und dann ist man wieder weg. Ja? Und wir arbeiten jetzt mit dem Stefan gemeinsam und die Ausstellung erarbeiten wir jetzt mit ihm und geht dann hoffentlich von Wien aus auch in die Welt zu seinem neuen großen Thema nach dem Glück. Er geht ja wieder auf Sabbatical, nämlich Schönheit, eine große Ausstellung. Was hat Schönheit für Bedeutung in unserer Welt, vor allem auch jetzt in die Zukunft gesprochen. Und es wird aber sehr sozusagen auf seine Art populär sein, weil es leichte Zugänge zum Thema Schönheit liefern wird. Und das sind Themen, die wir uns auch vornehmen müssen. Also viel von dem, was ich vorher gesagt habe, klingt sehr ernst, aber ich glaube, es muss immer auch der Spaß, das Vergnügen dabei sein. Das schließt einander nicht aus. Und man muss auch solche Projekte machen, die einfach sehr spielerische, aber sehr designerisch gekonnte Zugänge eröffnen zu extrem wichtigen Themen. Und Schönheit ist eines der wichtigsten Themen der Gegenwart. Ich meine, die Frage, die du gestellt hast, also was du jetzt gesagt hast, die Objekte sind im Keller, enttäuscht mich ja wirklich, weil das ist normalerweise das, was sich alle Leute vorstellen. Ich möchte nicht wissen, in wie viel Abendessen ich schon in meinem Berufsleben saß und saß neben jemand bei einem Dinner und wurde dann gefragt, wie viele Objekte haben Sie denn? Und dann sage ich, in Dresden waren es 3,5 Millionen, da kommt dann die Frage, und wie viel zeigen Sie davon? Und dann sage ich, 20%, und dann sagt mein Gegenüber, ach, und den Rest haben Sie im Keller. Und der Keller tut immer so weh, weil das sind Hightech-Depots, die super ausgerüstet sind und die uns viel Geld kosten und so weiter. Aber ich verstehe, was du meinst. Und deshalb kämpfe ich ja so sehr für die Möglichkeit zu sagen, mach diese Gefängnisse auf. Wir haben das früher nicht machen können, weil einfach die Voraussetzungen nicht gegeben waren. Wir können heute Konservierung, Digitales, Visitor Experience, wie man das in England nennen würde, Erziehungsprogramme und vieles mehr mit der Depotarbeitung oder mit dem Depot verbinden. Das ist der eine Punkt. Der andere aber, der mich da irgendwie noch viel mehr beschäftigt, ist das, dass wir in den letzten 25 Jahren, das hat da eigentlich erst richtig angefangen, das gab es vorher auch schon, aber dann erst richtig, unentwegt Objekte um die Welt schicken. Unentwegt. Wir haben ein Department von über 30 Leuten, die nichts anderes machen, als nur Leihgaben zur Verfügung stellen.
Das heißt, das ist schon ähnlich wie mal so ein Bohrprogramm der Lufthansa. Die Objekte sind nur noch auf der Welt unterwegs. Und ich frage mich, ob das sinnvoll ist, sowohl für die Objekte als auch für die Leute mittlerweile in diesen digitalen Zeiten. Das heißt, einer der Gründe, weshalb wir das ausprobieren, dieses 5-Jahres-Projekt in China, wir haben früher schon sehr viel in China gemacht, haben eine große chinesische Sammlung, zu sagen, ist es nicht viel sinnvoller, gemeinsame Plattformen irgendwo zu bilden auf dieser Welt, als ich würde es jetzt nicht in Chile machen, weil wir keine südamerikanische Sammlung haben. Das muss schon dort sein, wo wir richtig gut aufgestellt sind. Mittlerosten wäre das andere. Dass wir sozusagen gemeinsame Plattformen haben, wo wir gemeinsame Teams, gemeinsame Experten hinbringen und wo auch Teil unserer Sammlung ist, aber dass wir sozusagen objektzentriert an der Sammlung dort arbeiten, wo auch die Leute sind, die das Wissen haben, das Wissen mitbringen. Und von dort aus gehen wir dann sozusagen an andere Orte in China. Das ist nur ein Beispiel. Also dieses sozusagen Objekte permanent um die Welt zu schicken, das ist irgendwie vorbei. Das war wichtig nach 89, nach dem Zusammenbruch unterschiedlicher Systeme, dass man wie so eine Visitenkarte vor uns hergetragen haben und gesagt, das sind wir, wie seid ihr? Aber 25 Jahre später mit all den Technologien muss es was anderes geben. Okay, also du sagst zwei Punkte. Zum einen, durch Digitalisierung kann man die Objekte anders zugänglich machen als real und dieses Umherschicken kann ersetzt werden oder langsam abgelöst werden durch eine andere Strategie von solchen Hubs, wo man zumindest für temporär uns projektweise Dinge zeigt. Zumindest für uns, ich sage nicht, dass es für jedes Museum geht. Ja, also es deckt sich insofern mit dem, was ich beobachte, dass diese Idee der Leihgaben oder auch der Wanderausstellung, die auch unser Museum sehr stark geholfen hat, auch international bekannt zu werden, die für uns auch nach wie vor sehr wichtig ist und sich auch bleiben wird, aber dass wir merken, das ist keine Strategie, die wir unverändert fortschreiben können, sondern wir müssen das in Frage stellen, weiterentwickeln, vielleicht auch anders machen in Zukunft. Zum einen, weil es eine Verantwortung gegenüber den Objekten gibt, zum anderen aber auch, weil wir merken, dass die Sammlung verstärkt nachgefragt wird. Also dass das Interesse an der Sammlung gegenüber diesen Wechselausstellungen immer größer wird und wir auch da einfach Ressourcen reinstecken müssen, um das zugänglich zu machen. Wie seht ihr das? Also dieses Spannungsfeld Ausstellungen, Wechselausstellungen und Sammlungen, seht ihr da, merkt ihr, dass sich etwas verschiebt oder siehst du das als einfach zwei Seiten der gleichen Arbeit, die immer unverändert zusammenspielen werden? Ich glaube, man muss auf der einen Seite sich genau anschauen, also reine Sammlungsausstellungen funktionieren seltenst. Ja. Immer wenn wir eine reine Sammlungsausstellung gemacht haben, ist kein Interesse in den Medien da dafür oder sehr bescheiden. Das heißt, man muss das schon dann auch ganz besonders aufziehen, ein paar tolle Leihgaben auch trotzdem noch hereinholen und irgendwelche Eyecatcher einbauen in die Ausstellung und dann kann das gut funktionieren. Also Wege der Moderne, hoffmannlos und die Folgen hatten wir 600 Objekte, davon waren wahrscheinlich die Hälfte Leihgaben, aber wir haben zwei riesen Schlafzimmer gebaut, unter anderem das berühmte Loos-Schlafzimmer für seine Frau Dina Loos und ging einfach durch alle Medien der Welt, weil das noch nie rekonstruiert wurde. Also das ist eine Möglichkeit. Natürlich muss man die Dinge online anbieten. Wir haben in der Vergangenheit 100.000 Objekte online angeboten, bauen das jetzt aus auf weit über 200.000, ich glaube 230.000, die wir künftig ab Herbst online anbieten. Das ist ganz schön viel. Mhm. Ja. Aber diese Objekte wollen auch gefunden werden. Es gibt viel im Web. Das heißt, ich glaube, man muss schon immer wieder Anlässe schaffen, wo man auch durch gezielte, es müssen jetzt keine Großausstellungen sein, durch gezielte Ansätze Aufmerksamkeit auf gewisse Sammlungsbereiche lenkt. Aber ich glaube, das funktioniert heute anders, Christoph. Der Punkt ist, dass es Themen gibt, die uns beschäftigen, zeitgleich, heute. Ich fange jetzt nicht schon wieder über Brexit an. Irgendetwas. Wir haben das Wissen. Wir stellen es online. Und online ist nicht das Einzige. Man kann ja wirklich, also ich rede, das Internet der Dinge zum Beispiel. Also das heißt, jenseits vom Ausstellungsmachen haben wir das Wissen und die Möglichkeit, Themen in die Welt zu stellen und Themen weltweit diskutieren zu lassen. Also Menschen partizipieren zu lassen an unserem Wissen
Und wir lernen von anderen, die einen ganz anderen Zugang haben. Aber da widersprechen wir einander nicht. Ich wollte es bloß ergänzen. Also das sozusagen, das gibt sozusagen neben dem Museum mittlerweile eine ganz neue Dimension, die wir früher einfach nicht bedienen konnten, weil sozusagen das digitale weltweite Vernetzung gar nicht möglich war. Heute ist der Alltag und jetzt sind wir aber gefordert, genau dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Dazu kommt noch was, was mich immer elektrisiert hat. Leider immer dasselbe Beispiel, wenn jemand mich schon mal reden gehört hat, wahrscheinlich habe ich schon mal gesagt, ich war, als ich noch in Dresden war, eines schönen Tages mit einem Besucher konfrontiert, der aus Texas kam, ein Arzt, ein Hautarzt, der mich unbedingt sprechen wollte. Ich sagte, echt, das ist wirklich nicht mein Thema. Aber, ich werde es nie vergessen, er hat entweder ein PhD gemacht oder ein Forschungsprojekt, ich weiß nicht mehr, liegt da schon lange zurück. Und zwar hat er eine Hautkrankheit verfolgt aus Europa auf den nordamerikanischen Kontinent, aus dem 16. Jahrhundert heraus. Wo finden Sie die Hautkrankheit im 16. Jahrhundert? Natürlich nur in der Malerei. Das heißt, er hat europaweit Sammlungen besucht, grafische Sammlungen und Malerei, um diese Hautkrankheit aufzutreiben. So. Wenn Sie Klimaforscher sind, wie rekonstruieren Sie Klima im 16. Jahrhundert? Unter anderem, indem Sie in eine Altmeistersammlung gehen und Wetter anschauen. Das heißt, was ich damit sagen will, wir haben viel, viel mehr Wissen als die reine Designgeschichte oder Kunstgeschichte oder die Geschichte des Machens oder Engineering. Und das Wissen in unseren Sammlungen, das sollten wir der Welt zur Verfügung stellen. Und das ist ein Dialog. Ich unterschreibe das total. Ich glaube, es geht darum, und das ist auch eine Umschulung der Kuratoren, vor allem der älteren Generationen. Bei den Jüngeren ist das, glaube ich, schon fast selbstverständlich, dass es nicht darum geht, vom Podium hinunter zu predigen, sondern dass es ein wirklicher Dialog werden muss. Und ich habe von Anfang an gesagt, es gibt sicher irgendwo auf der Welt jemand, der mehr weiß über das Objekt als mein Kurator dazu. Wenn ein Kurator 30.000, 50.000 Objekte verwaltet in der Sammlung, kann er nicht so viel wissen. So, jetzt genau, Stichwort Dialog. Eine Frage. Ich habe da eine ganz einfache Antwort. Für mich sind Kuratoren und Kuratorinnen Ermöglicher. Ja? Es geht darum, dass man Dinge, die wir im Museum haben, so aufbereitet, dass sie wieder eine Rolle spielen können, dass sie angenommen werden, dass sie in einen Dialog oder Gegenstand eines Dialogs werden. Auf welche Weise das geschieht, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich bin ein Fan von Projekten, die man sehr kurzfristig ansetzt. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe vor 6 Wochen mit Leuten geredet in Wien, die ein super Projekt hatten über die Informationsgesellschaft, analysiert von 1900 bis in die Gegenwart mit über 400 Einträgen, die markant waren. Alles toll aufgefasst, aber auch alles toll digital untermauert. Die haben gesagt, sie würden das gerne bei uns zeigen. Ich habe gesagt, das Forum, idealer Platz. Wir haben das letzte Woche gehabt. Es waren super Leute da, die diskutiert haben, aus Anlass dieser kleinen Ausstellung, die 5 Tage zu sehen war. Ja, und ich habe totale Meinungsbildner zur Frage der Kultur der Digitalität. Der Felix Stalder, der in Zürich lehrt, hat gerade ein Buch bei Surkamp zur Kultur der Digitalität herausgegeben, ist einer der markantesten Kenner dieses Bereichs. Und die hatten wir alle dort aus Anlass dieses kleinen Projekts.
hat uns ein paar tausend Euro gekostet, hat tolle Vorarbeiten gehabt, die zum Teil auch gefördert waren, und solche Dinge kann man auch machen. Ich bin überhaupt ein Fan. Ich bin wahrscheinlich in Wien der größte Vernetzer. Ich versuche, viele Leute miteinander in Berührung zu bringen. Ich habe ein Galerienfestival gegründet vor meiner Marktzeit, wo ich über 20 Galerien auf einen Nenner gebracht habe, Curated by Vienna heißt es, jetzt schon das 7. Mal, glaube ich, wird es heuer stattfinden, weltweit mittlerweile anerkannt, weil noch nie jährlich über 20 Galerien zum selben Thema mit über 20 Kuratorinnen und Kuratoren zum selben Zeitpunkt zusammengearbeitet haben. Ja? Und genauso bei der Biennale. Im Museum haben mich einige nicht verstanden und sie gesagt, warum wird das keine reine MAC-Biennale? Ich habe gesagt, ich möchte eine Uni dabei haben, die Angewandte, ich möchte Kunsthalle Wien, das Architekturzentrum Wien und eine Kreativwirtschaftseinheit dabei haben. Und all das kam auch zustande. Warum? Weil wir einander brauchen für diese Dinge. Ja? Und ich glaube, Kooperation, und das ist ein wichtiger Stichwort, Kooperation ist, glaube ich, auch für Kuratoren und Kuratorinnen ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Ich bin ein großer Fan davon, bei Großausstellungen immer auch Leute von auswärts zu holen und zusammenzuspannen mit Leuten des Hauses, weil ich davon überzeugt bin, dass auch dieser Austausch etwas bringt oder auch museologisch ungewöhnlich zu arbeiten und in einer Vorbereitungsphase auch schon Publikum hereinzuholen oder moderierte Prozesse fürs Designlabor habe ich EOS zusammengespannt, direkt mit den Kuratoren, die haben ein Jahr in kleineren Gruppen von Bereich zu Bereich geredet, teilweise ohne mich, logischerweise, und das war ein guter moderierter Prozess. Einige haben gestöhnt über diesen Prozess im Haus, aber das ist gut so. Und am Ende waren eigentlich alle mit dem, was herausgekommen ist, sehr glücklich. Also ich möchte ganz kurz ergänzen, ich finde die Frage nach dem Aspekt der Forschung sehr gut. Nicht, weil ich jetzt sehen würde, dass wir als Museen die Orte sind, wo Grundlagenforschung gemacht werden muss. Aber es war ja hier so viel die Rede davon, dass es eigentlich Wissen gibt, was nach draußen gebracht werden muss. Und es gibt, und das ist zum großen Teil spezifisches Wissen, was nur hier im Museum, im Dialog mit der Sammlung und über bestimmte Ausstellungen produziert werden kann. Und wenn man Forschung sieht als das Produzieren von neuen Erkenntnissen, dann werden wir in dieser wissensbasierten Museumslandschaft gar nicht durchdringen, wenn wir nicht permanent forschen. Weil nur über das Zutagefördern von solchen neuen Erkenntnissen werden wir uns in einer immer kritischeren Öffentlichkeit durchsetzen. Das ist ja, es gibt ja eine Aufmerksamkeit und mit diesem Zutagefördern von neuen Erkenntnissen kann auch zum Beispiel das Setzen eines neuen Ausstellungsthemas gemeint sein. Es geht nicht nur darum, dass man in Fußnoten kleinste Zusatzerkenntnisse produziert, sondern dass man allein durch das Angehen eines neuen Themas manchmal die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf einen neuen Zusammenhang lenkt. Und das allein kann schon Forschung sein. Also ich sehe die Rolle unserer... Ganz kurz noch. Deine Stühle quietscht. Ja, das ist nicht meine. Sorry. Also der Kurator ist ja nicht alleine, der ist ja Teil eines ganzen Ökosystems in einem Museum und darum herum. Und Kuratoren sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die eigene Interessensgebiete, eigene Stärken haben. Und es geht darum, das Museum als Ganzes und die Leute, die um das Museum herum arbeiten, so zusammenzubringen, dass diese neue Kommunikation in Gang kommt. Das heißt nicht, dass der Kurator twittern und facebooken und noch auf Panels sitzen muss und Bücher schreiben muss, das kann er alles gar nicht leisten. Es geht darum, dass das Museum als Gesamtorganismus so funktioniert, dass in dieser neuen Realität gearbeitet werden kann. Also ein winziges Beispiel, wir haben in unserer Kommunikationsabteilung, die stellen wir gerade um und haben die Stelle eines Editors geschaffen, also einer Person, die so zwischen einer kuratorischen Arbeit und einer kommunizierenden Arbeit ist. Das heißt, diese Person übernimmt zukünftig Inhalte aus verschiedenen Ausstellungsthemen und bereitet sie so auf, dass sie in verschiedene Kanäle über soziale Netzwerke, für die Website, für andere Formate aufbereitet wird, weil uns klar wurde, die Kuratoren können ja nicht jeden Tweet und jeden Facebook-Post über eine Ausstellung formulieren. Das ist auch vielleicht gar nicht ihre Stärke und vielleicht wollen sie nicht jede These aus einer Ausstellung auf 140 Zeichen verkürzen müssen. Da gibt es andere Leute, denen macht das aber großen Spaß oder die können das sehr gut und dann machen die das und die müssen zusammenarbeiten. Also es geht wirklich um diesen Gesamtorganismus.
Bist du anderer Meinung? Nein. Ich fand nur, dass die Frage, also wenn ich das sagen darf, ein bisschen falsch gestellt ist. Also der Punkt ist, dass ein Museum, das nicht forscht, zumindest ein Museum ab einer bestimmten Größe, eigentlich tot ist. Also dann haben sie ein Objektfriedhof. Wie groß auch immer dann der Forschungsbereich sein muss, das muss man nochmal sehen. Es gibt halt dieses Dilemma, vor allen Dingen in den deutschen Museen, dass Kuratoren ihnen sagen würden, wir sind die Einzigen, die hier forschen. Und wenn sie dann andere dazu holen wollen, was ich in Dresden versucht habe, dann beginnt ein Krieg. Ich hatte in Dresden die Erfahrung, das werde ich nie vergessen, dass einer der Sammlungsdirektoren, da waren 12 Sammlungsdirektoren, alles Männer, zu mir sagte, als ich 2 weitere Forscher dazustellen wollte in seine Sammlung, für eine bestimmte Zeit, die von Getty gekommen wären, gesagt hat, nee, macht er nicht. Dann habe ich gesagt, aber das Wissen ist doch für alle da, nee, das ist mein Wissen. Und gesagt, was machen Sie damit, wenn Sie es nicht in Ihrer Lebzeit hier bearbeiten können? Dann nehme ich es mit ins Grab. Werde ich nie vergessen. Also meine Welt ist genau umgekehrt. Das heißt, und da bin ich auch relativ glücklich mit dem V&A, weil das V&A in den 80er Jahren schon eine Forschungsabteilung gegründet hat, was wir jetzt hier als WARI vorgestellt haben. Und die haben den tollen Kniff, der eigentlich gar nicht so schwierig ist, den tollen Kniff gemacht, dass wenn Sie jetzt eine Kuratorin im V&A wären und Sie eine Ausstellung vorbereiten, dann verlassen Sie Ihr Department und wechseln in für 2 oder 3 Jahre, oder je nachdem wie lange das ist, in die Forschungsabteilung. Das heißt, Sie sind frei von allen anderen Aufgaben, die Sie haben, und können ganz in der Forschungsabteilung arbeiten, haben meistens sogar noch einen Research Assistant, der Ihnen dabei hilft, auch die Verbindung zu halten zu Ihrem Department. Aber das heißt, man verlangt dann also auch mehr von Ihnen. Also wären Sie jetzt eine Kuratorin bei mir und würden sagen, ich brauche den Freiraum zum Arbeiten, deshalb kann ich nicht nebenher auch noch das Internet surfen. Dann haben Sie echt ein Problem mit mir. Weil das ist einfach Handwerkszeit unserer Zeit. Also so ein bisschen, wie wenn Sie mich fragen würden, ob Sie nicht lieber mit Papier und Tinte arbeiten könnten, weil Ihnen der Computer unangenehm wäre. Also das heißt, das ist nichts anderes als, das sind einfach Tools. Aber im Prinzip ist es schon, also ich sage, sorry, jetzt wiederholen wir uns, oder ich euch, aber ein Museum, das nicht forscht, ist ein totes Haus. Gibt es weitere Fragen? Da hinten, ja. Vielen Dank für die wirklich interessante Diskussion. Was ich jetzt hier noch vermisse, Sie haben sehr viel gesprochen darüber, wie wir digital vermitteln oder digital auch ja, weitergeben und teilen. Aber was mich jetzt interessiert, ist Ihre jeweilige Meinung dazu, wie wir Digitales sammeln. Weil letztlich, das ist eins der Lieblingsstichworte von Christoph Thun Hohenstein, wir leben in einer digitalen Revolution. Paola Antonelli zum Beispiel macht das, die kauft symbolisch ein Ad-Zeichen für die Sammlung von MoMA, die kauft Code von Typeface, also von Schriften. Ich würde gerne wissen, wie Sie in Ihren Häusern damit umgehen, dass wir in einer digitalen Welt leben und eben nicht alles Objekt ist, sondern einfach Code. Soll ich anfangen? Lieblingsstichwort. Also wir sind in der Situation, wie die meisten Museen in Deutschland und Österreich, dass wir überhaupt nicht viel Geld zum Sammeln haben. Ja? Das Glück ist wiederum, dass vieles auch frei verfügbar ist. Man muss sich jetzt überlegen, was ist wirklich wichtig. Ich weiß, dass einige andere Museen vor allem solche Dinge sammeln, die dann auch leicht verfügbar gemacht werden können. Und wenn ich Digitalität sammle, dann ist das auch leicht abrufbar und das wird es auch bleiben. Wir sammeln jetzt nicht alte Computer etc. Auch da gibt es einige Institutionen, die das tun. Müssen wir nicht tun. Für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass wir hier eigentlich Zivilisationsfortschritte sammeln. Ja? Und wie wir das sammeln, bleibt dann, glaube ich, jedem Museum auch überlassen. Ich habe schon vorher auch vom Sammeln von Ideen geredet. Wir verstehen uns als ein Vorantreiber zivilisatorischer Weiterentwicklung mit unseren Möglichkeiten. Und natürlich ist bei dem, was wir hier machen, auch das Sammeln, wie immer man das dann abbildet, dieses Vorantreibens inbegriffen. Der Produktion einer Biennale, wir haben einiges aus der Biennale dann natürlich auch angekauft oder bekommen,
Ja, aber man wird nie umfassend sammeln können, dazu passiert eigentlich viel zu viel. Es ist dann eine Frage der Einschätzung, was ist besonders markant. Ja, wir haben jetzt für die Sammlung ein Fairphone angekauft, hängt damit zusammen, dass wir im Rahmen einer Stadtfabrik, das ist ein Projekt, das heuer läuft, auch einen Schwerpunkt haben zur Kreislaufwirtschaft und das Fairphone hier auch vorstellen und den Fairphone-Gründer holen und mit ihm einen Workshop machen und so weiter. Und klar ist, ein Fairphone wollen wir in unserer Sammlung haben. Ja? Als ein Beispiel. Aber das ist dann eher so auch ein bisschen eklektisch. Ehrlich gesagt, wer sammelt heute schon wirklich strukturiert alles? Jede Sammlung ist irgendwie auch durch Zufall entstanden und wird immer mehr Zufall sein, weil es einfach zu viel gibt. Es gibt zu viel Produktion dafür. Man kann das nicht alles sammeln, aber man kann einiges, was markant ist, aus eigener Anschauung natürlich sammeln. Meine Antwort wird wahrscheinlich oder fällt etwas ähnlich aus. Also wir haben allerdings einen einzelnen Bereich, der sich unter anderem auch um das Digitale kümmert. Also einen Kurator bzw. eine Kuratorin, die auch seit einigen Jahren daran arbeitet. Ich würde es nicht ganz so machen wie Paula. Also die Frage ist schon so irgendwie, also ich habe auch viel mit ihr darüber geredet, die Frage ist schon irgendwie, wo ist sozusagen das Sichtbare in einem Museum und wo ist das Unsichtbare? Also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht Schriftsätze gesammelt im 19. Jahrhundert, wenn es darum ging, dass man nur mit Bleisatz gearbeitet hat und so. Also es geht schon in die Richtung von Christoph. Sozusagen, wenn die Einwirkung deutlich klar ist, wenn es einen Impact gibt, dann spätestens muss man eigentlich sammeln. Aber ich würde es wirklich, ich sage es, klingt wirklich, wie man rausziehen wollte, aber ich glaube, wir stochern da echt im Dunkeln, wir fahren im Nebel. Und insofern bin ich extrem interessiert an dem Dialog oder an dem Streit auch mit unseren Kuratoren in dem Bereich. Also was wir definitiv sammeln, sind Spiele. Das ist jetzt auch nicht allzu schwierig und das sammeln wir auch seit vielen Jahren. Was mich hier eher interessieren würde, und ich wundere mich, dass sich da bisher kein Mensch rangetraut hat, ist sozusagen die Doppelwelt aus hinterm Screen und vorm Screen zusammenzubringen. Es gab mal einen Film, die Älteren unter uns erinnern sich an Fassbinders Die Welt am Draht, einer der genialsten Filme, die ich jemals gesehen habe, wo es so darum ging, sozusagen, wie man die Realitäten wechselt. Das ist ein Film aus den 80er Jahren. Um dieses Realitätenwechseln wird es mir eher gehen, also um sozusagen in Christophs Argumentation zu bleiben. Wer einigermaßen mit offenen Augen ins Netz schaut, sieht Sachen. Ich halte mich für einen relativ aufgeklärten Menschen, der wirklich, glaube ich, mit vielem zurechtkommt, was er in der Realität sieht. Wenn ich tief in meinen Laptop reinschaue, sehe ich Sachen, von denen ich nicht mal geglaubt habe, dass sie existieren. Von Pornografie über Brutalität bis was weiß ich was. Wir akzeptieren es, wir reden nicht drüber. Also wir reden manchmal drüber, wenn es um Kinder geht. Aber wir haben zwei Parallelwelten in unserer Gesellschaft, die eine hinterm Glas und die andere vorm Glas. Dass man das nie richtig thematisiert hat und sagt, wir bringen mal sozusagen das Dreidimensionale mit dieser brutalen Philosophie zusammen, die hinterm Glas passiert. Das wundert mich eher als jetzt das reine Sammeln. Und davon dann wiederum das Sammeln abzuleiten. Das war jetzt bloß ein Beispiel, um zu sagen, was brauchen wir denn, um dieses zu versinnbildlichen. Aber die Frage ist erlaubt, aber ich glaube, wir alle haben bisher keine richtige Antwort drauf. Christoph, wobei ich es nicht ganz so dem Zufall überlassen möchte. Also es gibt, glaube ich, schon sowas wie eine Desiderata. Ja. Die sozusagen Sachen, die uns wirklich bewegen und weniger bewegen. Darf ich mal eine Frage stellen an dich, Matthias, weil dich haben wir so ein bisschen in Ruhe gelassen. Ja, ich bin ja der Moderator. Du bist der Moderator, jetzt habe ich das verwechselt. Ja, ja. Ihr habt ja unendlich viel geleistet hier. Also das sage ich jetzt nicht, weil er uns eingeladen hat. Ich würde es auch in anderen Orten sagen. Wenn man dich nach einem Countdown fragen würde und ich dich fragen würde in der Öffentlichkeit, was ich jetzt tue, wo möchtet ihr 2025 sein? Wo möchtest du 2020 sein? Vor allen Dingen bei dem, was ihr wirklich in den letzten Jahren gemacht habt. Auch bezogen auf die Sammlung oder gerade auf die Sammlung, aber nicht nur. Ist das eine abendspringende Frage oder ist das was du mir in 4 Minuten beantworten kannst? Ja, ich bin nicht so gut darin, solche Dinge so runterzukürzen. Also wir denken natürlich darüber nach hier im Museum. Wir haben seit mehreren Jahren einen andauernden Dialog innerhalb des ganzen Museums darüber, wie wir uns weiterentwickeln wollen, weil so eine Veränderung eines Museums kann man nur machen, wenn man das im Haus thematisiert und darüber spricht.
Was wir sehen, also wir sind ja ein spezielles Museum in mehrerlei Hinsicht, mit einer Sammlung, die sehr spezialisiert ist, an einem Ort, der besonders ist, weil es keine große Stadt ist, in der wir uns befinden. Wir sind so in einer Randlage, wir sind aber am Rande einer kulturell hochinteressanten Stadt mit Basel. Wir haben diese Konstellation mit Vitra und wenn wir uns überlegen, wo sind wir in 5 bis 10 Jahren, dann müssen wir das alles berücksichtigen. Ich glaube, die Entwicklung bei uns geht in Richtung noch mehr Kooperation mit anderen Museen außerhalb, aber nicht nur in Form von Wanderausstellungen, sondern auch in Form von gemeinsamen Koproduktionen. Also, dass wir wirklich gemeinsam Projekte machen, nicht nur eine Ausstellung hier machen und dann irgendwo hinschicken. Ich glaube, die Entwicklung geht andererseits dahin, dass wir uns über digitale Medien in Diskurse einbringen, weil die Bürde, also der Vorteil, den wir von dieser tollen Sammlung haben, ist, dass wir sehr spezialisiert, sehr gut wiedererkennbar sind in der Museumswelt. Die Bürde ist, dass man sagen könnte, ja, das Vitra Design Museum ist dieses Haus mit den Möbeln und da haben sie noch Leuchten und Textilien und so weiter. Und wir sehen natürlich die Sammlung als einen Pol unserer Aktivitäten und die Ausstellung als einen anderen und wir wollen die beiden in einen permanenten Dialog bringen. Und ich glaube, da können wir noch sehr viel mehr tun. Und da haben wir jetzt eine neue Ausgangsbasis mit dem Schaudepot, weil das Schaudepot, was die Sammlung zeigt, uns jetzt sehr viel freier macht in den Ausstellungen, die wir im Gehry-Gebäude zeigen. Das heißt, wir können dort noch viel breiter Design in seiner kompletten Bandbreite thematisieren, weil die Besucher jetzt, wenn sie die Sammlung sehen wollen, hier das kriegen, was sie wollen. Also wir können, ohne dass wir bestimmte Besuchergruppen vor den Kopf stoßen, können wir uns in beide Richtungen, in die Spezialisierung, aber auch in die Verbreiterung gut weiter bewegen. Und was mir persönlich vorschwebt, ist hier auf dem Campus, dass noch mehr solche Diskussionsveranstaltungen stattfinden, dass vielleicht auch mal längere Workshops stattfinden, also dass wir diesen Ort mit dieser Aufenthaltsqualität, den wir haben, dass wir den stärker nutzen für weitere, ich würde jetzt nicht sagen Ausbildungsangebote, aber für andere Vermittlungsformate. Wäre es nicht sinnvoll, sowas zu haben? Also ich will jetzt nicht mir deinen Kopf zerbrechen, aber wenn wir über Sammlungen reden und Forschung reden, ich glaube nicht, dass irgendwo auf der Welt, aber vielleicht täusche ich mich, da helfen Sie mir, dass es sowas gibt wie so ein Forschungszentrum für Design, sowas wie das Wissenschaftskolleg, vielleicht jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber wird sozusagen Menschen hierher reisen, weil man auch das Privileg hat, hier in einem ruhigen Ort zu sein, der aber absolut, absolut sozusagen im Zentrum liegt zwischen Frankfurt und Zürich. Und ich meine, ihr könnt ja nicht behaupten, dass er in der Peripherie liegt hier. Er liegt ja besser denn je zwischen allem. Darf ich dann eine Zwischenfrage stellen? Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich sagen, von welchem Designbegriff reden wir. Ja. Weil das, was ihr hier habt, und ist ja ein relativ eingeschränkter Designbegriff, der sich durch Ausstellungen jetzt erweitert. Mhm. Aber ein Forschungszentrum zu Design, da muss man mal sehr genau definieren, von welchem Design redet man. Und vielleicht noch 3 Sätze dazu. Wir haben ja derzeit das Phänomen, dass sich die ganze Designdisziplin unglaublich verändert. Dasselbe passiert in der Architektur. Wir haben sehr viel, ich nenne das jetzt mal ein bisschen, gar nicht herablassend, sondern das, was es ist, so Gutfühl, Gutmensch, Designprojekte, sehr menschennah, totale, oft sehr innovativ auch. Und wir haben auf der anderen Seite das Phänomen, dass die Ästhetik oft auf der Strecke bleibt und das muss stärker zusammengeführt werden. Das ist genau dasselbe in der Architektur. Ja, wo wir auf der einen Seite die Star-Architektur haben, auf der anderen Seite eben, was man jetzt auch in Venedig sieht, bei der Architekturbiennale sehr viele tolle Projekte nahe bei den Menschen und irgendwo in der Zukunft, glaube ich, muss die Ästhetik und dieser Antrieb, nahe am Menschen zu arbeiten, zusammenkommen. Und ich glaube, dass Museen wie eures da eine ganz wichtige Rolle haben. Ja, ganz wichtige Rolle haben. Und insofern ist auch Designforschung wichtig, aber ich glaube, man muss genau auch definieren, von welchem Designbegriff reden wir hier, von einem sehr weiten oder von einem eher traditionellen. Ja, wobei ich nicht unterschreiben will, dass wir hier einem bestimmten Designbegriff folgen, sondern ich sehe unseren Ort genauso wie auch die anderen Designmuseen als die Orte, an denen genau diese unterschiedlichen Designbegriffe diskutiert werden. Und ich würde zum Beispiel nicht wollen, dass wir
reduziert werden auf den Designbegriff, der sich in unserer Sammlung spiegelt, nämlich einer, der aufs Objekt bezogen ist, auf das Interieur und alle die Themen, die damit zusammenhängen, sondern mit den Ausstellungen versuchen wir eben, dieser ganz anderen Realität gerecht zu werden. Und diese Bandbreite, die, glaube ich, die müssen, also gerade als Museum mit so einer auf das Interieur bezogenen Sammlung, müssen wir diese Bandbreite über unsere Wechselausstellungen und andere Veranstaltungen herstellen, um zu zeigen, dass wir die Realität zur Kenntnis nehmen im Design. Ja, aber dann kommt das nicht nur eine ästhetische. Wird spannend. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt, von dem es geht hier. Sollen wir das Leben ein bisschen schwer machen, lieber Matteo? Ja. Ich überzeige jetzt, aber ich glaube, langsam wird es ein bisschen zu lang. Ja, wir können auch gleich einen Drink nehmen und das dann weiterführen. Aber naja, einmal machen wir es nur öffentlich und dann machen wir es nicht öffentlich. Aber du kannst natürlich noch weiter Stühle sammeln und herstellen und du kannst Architektur bauen und Architekten sammeln um hier rum. Aber du musst, und du kannst Sonderausstellungen machen, aber du musst natürlich irgendwann auch mal nachziehen, mit sozusagen genau mit dem, was wir heute reden, nämlich mit dem Forschungsanspruch und dem, was und wie vermittelst du das an ein großes Publikum und wie bringst du das große Publikum her in einer weitreichenden Dimension. Und da fällt mir ehrlich keine andere Institution ein, die besser dazu geeignet wäre, sowas wie ein Zentrum zu sein für Design- und Architekturforschung oder so. Als das hier. Ja, wir sind ja, also genau auf dem Weg sind wir ja. Also das Schaudepot ist ja genau das Ziel eben neben den Wechselausstellungen. Wir haben hier einen Blick in unsere Büros aufgemacht. Wir haben die Bibliothek bewusst direkt an das Fenster zu diesem Café gesetzt. Das ist eine Einladung an Forscher, sich in die Bibliothek reinzusetzen und dort zu forschen. Wir machen Workshops für Schulklassen. Wir denken darüber nach, dass wir diese Workshops verlängern, dass wir vielleicht in Richtung einer Summer School gehen, dass wir also Programme auch anbieten für Postgraduate-Zielgruppen. Also alle diese Dinge, die haben wir noch nicht, aber dafür müssen wir erstmal die Räumlichkeiten schaffen, dass die sich hier aufhalten können. Aber wir haben ja Platz. Habt ihr jede Menge Häuser noch. Ja, die Möglichkeiten sind da, natürlich. Aber wie gesagt, wir haben in den letzten 5 Jahren schon mal einen Riesenschritt gemacht. Und das war der Schritt hin. Vor 5 Jahren hatten wir hier ein Gebäude, das war ein Gebäude von Frank Gehry, in dem wir 2 Ausstellungen pro Jahr gezeigt haben. Ja. Jetzt, 5 Jahre später, zeigen wir 9 Ausstellungen pro Jahr. Wir haben unsere Ausstellungsfläche mehr als verdoppelt. Also wenn man diese Entwicklung weiterdenkt, dann sind wir in 5 oder 10 Jahren bei dem, was du beschreibst. Ich bin nur da eher pragmatisch und mache das Schritt für Schritt. Also ich will jetzt hier nicht die eine große Vision ausspucken, auf die ich dann mich festnageln lasse. Aber wir machen das ja mit, wir machen das ja mit Ausstellungen. Wir machen eine Ausstellung über Robotik, wir machen eine Ausstellung über afrikanisches Design. Das sind alles Themen, die weit über diesen möbelbezogenen Designbegriff hinausgehen. Ja, vielleicht noch eine letzte Bemerkung von mir dazu. Ihr seid vorbildlich, weil für ein Museum, das letztlich von einer Firma getragen wird, von einem bedeutenden Unternehmen, macht sie großartige Dinge. Ja. Die Frage für mich ist... War das jetzt eine Einschränkung? Nein. Ich glaube, dass die öffentlichen Museen oder die Museen unserer Art noch viel mehr verpflichtet sind, hier diese neuen Designkonzepte wiederzuspiegeln und auch adäquat zu sammeln, wie immer, ja, als ihr. Aber ich finde es großartig, dass ihr diese Öffnung habt. Ich überlege jetzt nur die Frage 2025, wenn man dann durch das, was jetzt eröffnet wurde, geht, welche Objekte werden dort neben den vielen Stühlen zu sehen sein? Das ist schon eine relevante Frage, an der ihr auch arbeitet. Ja? Aber das, was mir noch sehr wichtig ist, wir sind einfach in einer so großen Umbruchszeit, dass wir, glaube ich, alle viel stärker noch daran arbeiten müssen, auch aus den Designern und Designerinnen maßgebliche Beiträge, die auch gemeinsam erarbeitet werden mit Wirtschaft und Politik etc. herauszubekommen. Also wir können uns das, was üblicherweise vor 20, 30 Jahren in Museen gemacht wurde, derzeit einfach nicht mehr leisten, sonst werden die Entwicklungen ohne unsere Inputs erfolgen. Und das, glaube ich, ist der Punkt. Also wie können wir unsere Anstrengungen noch viel stärker darauf anlegen, hier mitzureden und die Dinge mit einem gesamthaften Ansatz auch möglichst in die richtige Richtung zu lenken? Wir haben einfach etwas zu bieten, was sonst kein anderer Ort hat. Weder eine Universität noch eine Internetplattform, sondern das kommt eben zusammen bei uns. Ne? Das kommt zusammen, der Ort, wo die Objekte sind, wo die Digitalisierung passiert und wo man die Dinge im Raum erfahren kann. Und das
das habt ihr in einer anderen Form, eher in einer großen Stadt, in einer komplexen, gewachsenen Institution. Hier ist es eher in dieser etwas anders gearteten Struktur, wo ein Produktionsstandort daneben ist, wo man drumherum spazieren kann. Aber letztendlich sehe ich vom Anspruch her keinen großen Unterschied. Was nur den Drücker? Ich dachte, den brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen, aber ja, du hast sicher ein gutes Schlusswort vorbereitet. Nein, das habe ich nicht. Ich wollte einfach bloß noch mal zu dem da zurück. Zu diesem Mut zum Risiko. Weil ich einfach der Meinung bin, wir sollten wirklich über uns, also jetzt nicht über drei, sondern generell in dem ganzen Kulturbereich, wirklich über das weit hinausdenken, was wir momentan machen. Und ich glaube, wir haben nie so gute Chancen gehabt dazu, große Schritte zu machen wie zurzeit. Also das hätte ich zumindest bis letzten Donnerstag gesagt, ich wiederhole es nochmal. Momentan muss man neu sortieren. Aber die Möglichkeiten, die wir haben, nicht zuletzt aufgrund des Digitalen, sind einfach enorm. Was müssen wir das ins nächste Jahrhundert holen? Ich sehe das auch so. Und auch jetzt als Schlusswort, ich glaube, das ist auch noch nicht gefallen, wie können wir die Disziplinengrenzen überwinden? Ja, ich glaube, wir brauchen wesentlich mehr Transdisziplinarität. Und mich wundert immer wieder, und ich schätze das MoMA ungemein, ich habe 8 Jahre in New York in nächster Nachbarschaft gelebt, aber mich wundert bei MoMA immer wieder, wie sehr hier auch die Departmentgrenzen gezogen werden, wie strikt sozusagen Architektur arbeitet nicht mit Design und Kunst schon gar nicht mit den beiden etc., sondern ist ganz, ganz strikt getrennt. Ich glaube, also wir versuchen im Markt systematisch diese Grenzen niederzureißen. Wir haben ja auch bildende Kunst und hier einfach Dinge zu machen, die das dort, wo es sinnvoll ist, verbinden. Und ich glaube, es ist sehr oft sehr sinnvoll, weil an den großen Themen wir einfach auch die besten Beiträge für diese großen Themen brauchen. Und ihr habt mit der Architektur, die auch eine wichtige Rolle spielt hier am Ort, auch diese Möglichkeit, das zu tun und auch sehr viel der Philosophie, die jetzt in das neue Gebäude hineingegangen ist, soweit ich davon weiß, hat mir eigentlich sehr imponiert. Ja. Vielen Dank für die beiden Schlusskommentare. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Sie haben etwas erfahren über das Sammeln in verschiedenen Häusern und diese Umbruchssituation, in der wir uns befinden. Für mich war es sehr aufschlussreich. Ich danke meinen beiden Gästen, Martin Roth und Christoph Thun-Hohenstein. Und wir können jetzt noch einen kleinen Drink an der Bar nehmen. Das freut uns übrigens auch sehr, dass wir jetzt mit dem Deli hier einen Ort haben, wo wir abends im Rahmen solcher Veranstaltungen auch noch ein bisschen etwas genießen und zusammenstehen können. Ich glaube, auch das macht ein lebendiges Museum aus, dass es nicht um 18 Uhr die Türen schließt, sondern dass es ein sozialer Ort ist des Austauschs und den haben wir hier mit dem Schaudepot geschaffen. Ich hoffe, Sie kommen noch sehr häufig wieder. Bis bald. Vielen Dank, dass Sie 2 Stunden lang durchgehalten haben. Das würde in England niemand machen. Ich bin in der letzten halben Stunde bin immer nervöser geworden. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Es gibt auch so viel anderes. Danke.